White Russian. Zwei Frauen gefangen zwischen Fingernägeln und Japano-Gore-Trash-Blood-Massacres. Tja, die Japano-Gore-Trash-Blood-Massacres wurden vielleicht noch nicht so offensichtlich, aber das ist die 3-4. ja, und da kann man auch kaum an sich halten, das wird nämlich heute hier passieren. Zusammenfassung. Die ist ja auch mal ganz wichtig. Und zwar verhielt es sich so, dass Billy jetzt eine Nachricht bekam von ihren Eltern, dass sie nur noch 3500 Yen in den Arsch geschoben bekommt, neben ihren Buttplug. Das funktioniert also ganz gut, um irgendwie ihr Leben in den Griff zu bekommen. Nur noch. Ich formuliere das mal anders. Nur noch 3500 Yen. Das war also ganz schlimm, trotzdem kein Hissifit wert. Sehr schade. Des Weiteren hat man sich halt kurz getroffen. Man hat endlich mal, hat es ja auch lange genug gedauert, das verdammte Geld abgeholt. Ich kenne wenige Runner, die so wenig scharf darauf sind, ihre Kohle zu bekommen und erstmal noch einen Spielabend anders füllen, finde ich aber gut. Und da gab es nicht nur Geld, sondern auch viel mütterliche Liebe und viel Pfeffi in Brüsten. Falls ihr nicht wisst, was es damit auf sich hatte, es gibt. Ja, und das ist wichtig. Hör zu, hör hin und dann geh auf Amazon. Es gibt also so Umschnallbrüste und die kann man mit Getränken befüllen. Natürlich nimmt man dann Pfefferminzlikör, der ganz ekelhaft schmeckt. Aber ich meine, wenn man den schon in den Brüsten hat, was soll man machen? Gott, warum habe ich das? Egal. Worauf wollte ich hinaus? Weiß ich auch nicht mehr. Sie haben mir Geld bekommen. Das war noch wichtig. Und dann kamen sie beiden irgendwie auf die gnadenlos bescheuerte Idee. Ach nein, so gnadenlos bescheuert war die ja gar nicht. Sie kamen auf die Idee, dass Billy vielleicht sich auch ein Tattoo zulegen könne, auch weil Yuya wieder vorhat, sich bemalen zu lassen. Sie ist ja offenbar noch nicht bunt genug. Und da sah also Billy eine Nutte von Wally, die mit einem feindlichen, gar feindlichen Gänger etwas zu schaffen hatte. Und ja, dann ging die ganze Hackerei los. Dann fand sie da gar wundersame Daten und man begann sich auf ja die Verfolgung quasi zu machen oder an die Verfolgung zu machen. So rum wäre es richtig gewesen, aber ich wollte ja auch zeigen, wie es falsch ist. Das ist ja wichtig hier im Bildungshintergrund. So, kennst ja. Es ist auch dabei vollkommen logisch, dass Billy sich VR in irgendeine Schmodderecke legt, sodass ihr Comlink dann weg ist. Ich fand es auch sehr schade, dass sie sonst nichts dabei hatte. Glaube aber gleichzeitig nicht, dass dies als Lerneffekt ausreichen wird. Und ich sehe es kommen, dass mich die beiden Spieler dann furchtbar anbrüllen und anscheißen werden, wieder monatelang, wenn ich Billy in irgend so voller Drogenpumpe und irgendeinen so einen Puff schleppe, in so einen Dreckspuff, wenn sie im letzten Loch sich halt VR legt. Aber naja, gut. Das ist halt das Los des Wissenden, ja, so ist das auch. Letzter Punkt der Folge war dann noch, dass die beiden hörten, dass es wohl der Nutte der Xenia gar schlecht erging, weil sie da wohl mit der Pistole eins ins Gesicht bekommen hat. Aber, naja, ich meine, wenn sie es war, ist sie jetzt halt arm dran, aber lieber arm dran als arm ab. Oh Gott. Ja, und es wird das noch viel furchtbarer von den Wortspielen. Ihr könnt euch auf viele Sachen einstellen. Wir hatten ja schon in der letzten Session gefährlich viel Spaß und diese gar keine Angst mehr vor zu viel Spaß gehabt. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen will. Viel Spaß und bleibt geil. Ihr hört, ach, war das schön. Ihr hört Kabum. Ja. Und weiter. Wir gehen näher, weil wir festgestellt haben, dass wir diesen Chip brauchen. Ja, so. Billy ist erstmal erschreckt. Okay, dann bleibt Billy wohl stehen, Jojo nicht. Denn da sind Namen drauf, die sie kennt. Und Billy zückt die Remington Rumsfeldspanner und sagt, ja, Amelie. Moment. Stelle ich an der Stelle nochmal klar. Auf der Datei, die Düs dir gezeigt hat, sind so keine Namen drauf, die du kennst. Aber ich meine, du weißt ja, dass sie dort auch zum Teil verkehren, weil sie Sonderangebote bekommen. Vielleicht auf der zweiten Datei. So, bitte, jetzt Penis. Du weißt, was wir vorhaben. Ja, du gehst dahin und Billy erschreckt sich erstmal. Okay.
Also Billy möchte sich von der Front nähern. Oh, das ist jetzt eine schlechte Idee, aber das haben wir jetzt Ja, angegangen. jetzt, ja, nee, das funktioniert aber jetzt ohnehin nicht mehr. Der Plan kann jetzt kurzfristig und wird jetzt auch kurzfristig geändert werden. Ja, aber wir sind ja schon in unterschiedliche Richtungen gelaufen, oder? Ja, Schätze ich dann doch mal. ist Jojo schneller da als du. Zeichne doch mal die Gasse ein, Spielgeleiter. Guck mal, das ist doch jetzt eigentlich nur so eine Gasse und dann steht irgendwo im Kurssketch, meine ich. Das sind da vielleicht noch so Seitenwege, eventuell, vielleicht Ja, da so. sind ein paar Geschäfte, Hinterausgänge drin. Hier ist die Mülltonne, wo noch ein Schuh und ein Fuß rausgucken von Xenia. Xena. Und Ich dachte Flummi schon. hat gesagt, sie ist eher da. Wo ist denn der Zeichne, Typ? achso, ja genau, zeichne mal Typen und Der Typ ist einen. nicht mehr in der Gasse, der ist schon weitergegangen, der ist in die Richtung. Dann beeilt sie sich jetzt. Ist Gut. das Billys Richtung? Ja, na, du bist von der anderen Seite gekommen, du kommst von vorn, du siehst den Typen Jans gemächlich weggehen nach rechts. Wie nach rechts jetzt? Da ist offen oder was? Ja, er geht bis ans Ende der Gasse und geht dann auf die Hauptstraße nach rechts. Auf die Hauptstraße. Ja. Schlechte Idee. Wie weit ist der weg? Von hier, bevor er Pff, abbiegt? du hast ihn nicht im Blickfeld. Sagen wir es mal so, weil Billy von vorn kommt, ist ja doch ein ganzes Stück weiter. Hey, ich dachte, ich bin eher da. Ja, eher an der Stelle mit der Leiche. Ach so. Dann auf der Hauptstraße kann ich niemanden erschießen. Macht sich schwieriger. Tja, dann ist er weg, weil unter seinen Kumpels, da kriegen wir nicht raus. Er ist noch nicht bei sein. Ihr wisst genau, wo er ist. So ist es nicht, Ja, ne? aber er ist mitten auf der Ja, Hauptstraße. wir können ihn zurückpfeifen in die Seitengasse. Ah, Billy mit ihren unheimlich tollen, charismatischen Bewegungen pfeift ihn an. Hey, du? Weißt du, wo hier Spaß geht? Und sie steht, Klar. warte mal. Sie steht quasi hier. Ich zeichne mich gerade mal ein hier. Sie steht quasi hier. Na, Wenn du du mir das stehst ein zulässt. ganzes Stück weiter oben, weil sonst hätte ich von mir am Blick. Aber ist egal. So, okay, ja, dann Du stehst am Rand der Gasse, das verstehe ich. da hier so. Ja, na klar. Echt? Was für Spaß? Ja, Spaß halt. Mit zwei Mädels? Hä? Und Billy läuft, ja, und ich gucke ihm so lasziv über die Schulter nach und lauf so ganz geschmeidig wie eine laszive, arschwackelnde Katze ohne Eis leider. Ich habe kein Eis dabei. Machen wir das jetzt schon wieder, Düss? Er hat gerade eine Nutte umgelegt. Lauf Und du ich so. baggerst ihn jetzt an wie eine Nutte. Habe ich das richtig verstanden? Quasi. Ja, quasi. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee, aber ich habe das jetzt angefangen. Okay. Gut, wenn Billy sich das traut. Ja, keine andere Wahl gerade. Vollkommen im Rahmen. Es scheint ihn zu verwirren, dass du plötzlich irgendwie Spaß mit zwei Mädels meinst. Er hatte wohl an was anderes gedacht, als du nach Spaß fragtest. Ja, ich denke, der dachte, ich meine Drogen. Natürlich. Ja, ich meine aber was anderes. Ja, deswegen ist er jetzt verwirrt, was du mit zwei Mädels meinst. Er sieht ja nur dich. Na? Jetzt guck nicht so. Ja, was willst du denn? Spaß? Okay. Kriegst du die Fresse auf oder nicht so? Na, wie kriege ich die Fresse auf? Verstehst nicht, was ich meine oder Was was? Hast willst du du? keinen Bock oder Ey, was? ich. Dir, also ich hab, brauch, will mir ein bisschen was da verdienen, aber hast du Bock? Ach so. Flummi, du näherst dich weiter, nehme ich an. Jojo, ne? Ja. Gut. Ihr habt noch eine Comlink-Verbindung? Jupp. Haben wir? Okay. Ach so, Moment, Na, ja das nehme doch. ich an, ich frage. Okay. Flummi, du weißt schon, dass die sich um die ganzen Nutten kümmern und die Nutten unter deren Schirmherrschaft stehen und eine fremde Nutte eigentlich erstmal ordentlich eingeführt wird. Von Juju kommen, wenn du das jetzt weiterspielst, dann lässt du vermutlich gleich oder wird er dafür sorgen, dass du gleich die Seife fallen lässt und danach wirst du ordentlich vermöbelt. Ja, aber wenigstens kommt der Typ uns hinterher erstmal, oder? Macht er das? Oder? Ich sehe ihn Er nicht. schlingt seinen Arm um dich, Ach, der ist kommt schon bei langsam mir in jetzt. Sichtweite. Ja, der ist ja die ganze Zeit neben dir, wenn du mit ihm reden kannst, hä? Er Hä, der kommt war auf doch dich schon zu. weitergegangen. Richtig, du Pass hattest mal auf, gesagt. pass mal auf, pass mal auf. Er ist Achtung. weitergegangen. Aber wenn du ihm nachpfeifst, dann muss er dich ja hören. Er hat sich mal umgedreht, auf jeden Fall, hast du gesagt. Und er hat Und mich dann ist er angeguckt. auch stehen und ist auch stehen geblieben und hat mit dir Okay. gesprochen. Und ich Ja, bin da dann geht man ja so. nicht weiter. Standen noch nicht Hey, nebeneinander. der kam Er war Billy doch schon längst. entgegen. Dann habe Hä, ich das, jetzt bin dann ich habe ich. völlig Moment, verwirrt. Moment, Moment, Moment. Jetzt bin Als ich verwirrt. ich.  �װ                                             ==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 �==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 
Als Billy sagte hier, sie spricht ihn an. Pass auf, ich mache jetzt mal diese beschissene Karte da neu, weil die so Nein, hoch ist, dass man da überhaupt nichts machen lass kann. mich, wir brauchen die Karte vermutlich nicht. Als Dys sagte, Billy spricht ihn an, dachte ich, da sie ihn eher sieht, wird sie wohl noch in der Gasse, nicht auf der Hauptstraße, mit ihm sprechen. Ja, ich stehe so an der Gasse Genau, quasi, habe ich schon in dem gesagt. Moment, wo er mit ihr spricht, wird er natürlich stehen bleiben, nicht auf die Hauptstraße gehen. Gut, und ich war nämlich schon so weit, dass er schon längst rechts abgebogen war auf die Hauptstraße. Nee, das ergibt ja keinen Sinn, wenn du es ihn ansprichst. Das wusste ich ja Na, er nicht. hätte auch zurückkommen können und der hätte ja auch hinterher pfeifen. Da dachte ich, okay, er ist jetzt schon ein bisschen weiter weg und sie ruft ihn zurück. Nee, Gut, er ist noch in der Gasse vor der läuft, Hauptstraße. Fumi passt, kommt, Jojo kommt verstanden. auf ihn zu. Er schlingt jetzt den Arm um dich, Düs, Billy, Ja. was auch immer. Guck mal, dass du dich von ihm losmachst, sonst erwische ich ihn nicht. Dann komm mal mit. Nee, du kommst mit mir mit. Lass mich mal los hier. Komm mal mit. Sein Griff um die Schulter wird stärker. Du kommst da mit mir mit, Alter, von so einer Dreckschnute, na klar. Und jetzt wird Ich bin dich keine kalt dreckige mitziehen. Nutte, du Pissnelke. In seinen Augen bist du nichts anderes, Mann. Das sind Alter, deine schön. Augen, du Arschgesichte. Ich Alter, schön. möchte mich erdringen. Wie weit ist Jojo noch weg? In Sichtreichweite, aber Schrotflinte ist eine ganz blöde Idee irgendwie. Na, zu schießen, aber vielleicht bleibt er wenigstens stehen. Also sagen wir es mal so. Billy versucht sich zu entringen. Ja. Machst du das mit aller Gewalt oder machst du das so ein bisschen sich Geschmeidig. zieren? Geschmeidig. Geschmeidig. Wie eine Katze. Mach da mal Geschick und waffenloser Nahkampf. Ja, also nur Geschick. Minus Als eins. würdest du das nicht wissen. Nee, das wusste ich Fuck. tatsächlich nicht. Jetzt kommen die interessanten Würfe. Oh Zwei je. Erfolge. Wieso? Hä? Brauche ich? Weiß ich nicht. Es war eine Ich habe Vorhersage. drei Würfel. Ja, und? Null Oh! Erfolge. Edge! Ja, ich glaube, das muss ich edgy. Also nochmal drei Bitte? hinterher. Yes! Bitch! Ah, zwei. Du darfst deine sechs nachwürfeln, weil du drei Edge hast Oh! und dann deine Regel Nein, der er hat doch sechs die gilt. Lichterfolge Ja, nachgewürfelt. ich habe Ja, die oder seine Lichterfolge. Edge-Würfel, je nachdem, hat doch drei Edge. Na, okay, dann darfst du die sechs nachwürfeln, weil Flummi so nett ist, dir das erklärt, da hast du recht. Die 6, also noch ein D6 hinterher. Du darfst es vor allen Dingen deswegen nachwürfeln. Oh, du darfst die 6 nochmal nachwürfeln. Shit. Nochmal! Wenn du noch einen Erfolg hast, Ja, dann das sind ist 4. es auch noch okay. Weißt du, da habe ich einmal drei Erfolge und denk mir, boah, also jetzt machst du dich voll kaputt und dann das. Okay, du entwindest dich seinem Griff, der relativ harsch ist. Wird auch, glaube ich, mal kurz Zeit dafür. Es ist übrigens ein 11. Ach, was? In beiden Fleischern ist ein 11. Die sind nicht Metatypen, gedingst. Na, hätte ich. Naja, gut. Mit so ziemlich rot geränderten Augen. Er hat, wie gesagt, kein rechtes Ohr, Lederklamotten, Wori-Tattoos. So Schön. ganz. Na, es sind ja viele ehemalige War bei denen, ne? Das Warrenwar? weißt du Ja, ja. Warrenwar. Ja, schon ist auch kein Wort Nee, mehr. Ah. das sind halt ehemalige. Ja, Das ja. sind jetzt. Egal. Extrem scharfe Gesichtszüge irgendwie. Wie gesagt, eine Cyberhand. Und die Muskeln sehen ein bisschen unecht aus. So wie. Abgegradet. Nicht? Super. Trotzdem sieht Flummi, wie Billy sich hier schmeidig von ihm losmacht, was ihn aber zu erzürnen scheint. Hey! Was ist denn jetzt? Was? Ja, sie hat die Schrote schon im Anschlag. Also sie schießt nicht, aber sie hat die Schrote vorne. Was willst du denn jetzt noch? Billy entfernt sich geschmeidig weiter. Du bleibst stehen. Ich stehe mit dem Rücken zu ihm. Nö, hast ja losgemacht, also stehst du mit Brust zu ihm. Wie weit weg? Einen halben Meter, also schon noch in Griffreichweite. Okay, Wenn du hast dich jetzt noch ein Stück nach hinten bewegt, also jetzt einen Meter. ich Dann möchte hat er das gerade mal, gesagt. möchte ich jetzt noch mal was fragen, gerade eben. Nee. Okay. Also, Was? wo sind Was wir willst jetzt du denn dran? fragen, Mann? Ich will jetzt einfach nur geschwind den Spielleiter fragen, also sprich, was er einen Comlink geslaved hat von sich. Nicht. Nichts, also Klein- und Spielzeugelektronik, also nicht Spielzeug, aber halt Spiel-Rumspielelektronik, so ein Gedöns, nichts, was irgendwie besonders geil ist. Keine Knarre, keine Kontaktlinsen oder Brille oder Nee, davon gar irgendwie nichts. Er keine hat eine Augmented. Knarre, aber die ist nicht Wi-Fi. Die ist ganz schön alt. Also Nee, die Remington Rumschweber.
Okay, also weiß ich, was er für eine Waffe hat. Er hat eine. Ah ja gut, das wissen wir durch den Schuss. Also Jojo weiß es durch den Schuss. Jetzt weiß ich es auch. Für dich, es ist eine ziemlich. Nee, die ist nicht Wi-Fi. Das ist eine Ach ziemlich so. fette Plauze mit zwei Läufen, soweit ich das weiß, die ziemlich Jo. hässlich aussieht und groß und böse. So, Wi-Fi hast du gesehen, ist nix. Wie geht's weiter? Er sagt, du sollst stehen bleiben, hat aber den Blick immer noch auf der anderen kleinen Bitch da mit der Schrotflinte. Wir haben da noch kurz was zu klären, ehe du dich da um sie kümmerst. Was hast du eigentlich für ein Scheißproblem, du dreckige kleine Mistfotze? Na, du hast was, was ich haben will. Dann hast du eigentlich einen Arsch offen? Ja. Erstmal zu ernst. Ja, klar meine ich das ernst. Ich weiß, ich sehe so aus, als ob ich manchmal Spaß mache, aber ja, das meine ich jetzt ernst. Ich sollte mir mal so einen AR-Button irgendwo an die Stirn dingsen. Bessere Idee. Du verpiss dich und du kommst mit. Schlechte Idee. Bin ich gegen. So, also, du hast von der Nutte da hinten einen Chip gekriegt, den will ich haben. Nee. Doch? Wenn der seinen Comlink bedient, kriege ich es mit, nur kurz als Zwischenfrage, ne? Ja. Okay. Und was willst du sonst machen? Naja, das Ding ist geladen. Und zwar ballerst du ja den Chip mit, ne? Ist ja klar. Das fände ich nicht ganz so schlimm. Mir geht's nur auf die Nerven, dass du ihn hast. Ach so. Ja. Na dann. Also, rückst du ihn jetzt raus? Willst du vielleicht noch runterzählen? Sie schießt. Gut! Ich wusste doch, wir können irgendwie uns miteinander anfreunden, wenn es darum geht. Mach doch mal. Alter, was geht denn hier ab? Warte mal. Ach nee, Reichweite ist egal, weil du übelst Zeit hattest. Passt. Gut, warte, Mach warte, jetzt alles richtig. warte. Wenn du jetzt patzt und Billy schießt, ist Das wäre übelst gut. was los? Ich hätte es verdient, ne? Bei dem Würfelglück, das ich hab. Nö, einfach so hast du es verdient, weil du bist. Oh yeah, zwei Erfolge, Babe. Bei 10 Würfeln. Ja, immerhin. Willst du patzen? Nein. Dann sei doch froh. Erzähl mir mal was von deinem Schaden. Bitte. Viel. Du hast zwei Nettoerfolge, falls du das wissen willst. Ich habe 2 Nettoerfolge, sagt er. Gut. Ah, warte mal, ich habe was vergessen. Nee, habe ich doch nicht. Da habe ich keinen Laserpointer dran. Genau, es gehört nicht an eine Schrote. Danke. 14. 14. Gut, es rungst saumäßig laut. Billy, ein bisschen Schrot reißt an deiner Kleidung. Es verletzt dich nicht, aber es macht ein bisschen was kaputt. Der Typ fliegt einfach nach hinten weg. Kaplauz. Es zerfetzt ihn diesmal nicht wie einen der lustigen Spikes. Wir reden ja hier von einem richtigen Gänger. Ah, schön. Blut. Nicht zu knapp. Jojo geht ein paar Schritte näher, weil jetzt vermutlich gleich Ärger kommt und schießt dann direkt nochmal. Kaplauz die zweite. Muss ich das jetzt nochmal würfeln? Naja, du kriegst Hunger. Scheiß Zombie. Ich krieg Natürlich Hunger. musst du das nicht würfeln, Alter. Du, aus nächster Nähe schießt du dem einfach ins Gesicht oder in den Bauch oder sonst irgendwo hin. Ja. Gut, Gesicht besser, denn er hat anscheinend oft schon eine bessere Panzerung. Also. Ja, das passt. Kaflumsen. Gut, dann der hatte den Chip in die Hand gesteckt, ne? Ja. Da richtig reingesteckt, muss ich jetzt die Hand abschneiden? Die Hast ist du ein bisschen was wert, oder? Cybertechnologie? Nee. Ich muss Ja, die Hand dann abschneiden. musst du die Hand abschneiden. Gut, dann Möchte ich als erstes, dass du einen Selbstbeherrschungswurf würfelst, genau sowas in der Richtung. Jojo hat noch nie jemandem ein Gliedmaß abgeschnitten, Doch, hat Alter. sie. Hat sie? Ja, hat sie. Hat sie, ich erinnere mich. Okay, dann musst du das nicht tun, aber. Zweimal sogar schon. Oh shit. Dann kommt für mich die nächste Frage. Machst du das mit deinem Schweizer Taschenmesser oder eher mit so einer Haarnadel? Ah, das ist das größere Problem. Hat ein Gänger nicht immer so ein Messer Ich wollte schon sagen, dabei? hat der nichts dabei? Ihr seid Ich ganz schön durchsuche ihn mal klug. kurz. Ja, er hat ein Messer, was von deinem Schrot zerfetzt wurde. Das ist bestimmt nicht von meinem Schrot zerfetzt Natürlich ist das worden. total verbeult und gekantet. Die Klinge ist im Arsch. Also nicht Schneidet die. zerfetzt, aber halt super verbeult und verdingst. Schneidet mit Sicherheit trotzdem noch besser als mein Taschenmesser, oder? Muss ich sie ihm jetzt abschießen, die Hand? Es schneidet besser als dein Taschenmesser. Durch Knochen. Dann nehme ich jetzt seine Knarre. Das ist auch eine Schrotpistole. Weißt du, wie eine Schrotpistole durch Knochen schießt? Das dauert. Ja, 5, 6 Schuss gehen. Und ja, die dauern halt 5, 6 Schuss, Mann. Bis du die Hand da rausgebrochen kriegst. Billy, du hattest ein leckeres Frühstück. Tschüss. Oh, das ist Kanon. Ja, das ist jetzt nicht mehr. Das Von war Jojo mal. kommt irgendwann Billy, hilf mir mal. Mir
Entschuldigung. Du nimmst seine Schrotpistole und schießt ihm die Hand weg. Ja? Nee, auf den, die muss eigentlich auf den Unterarm schießen. Nein, ich nehme du meinst. Ja, ich nehme eigentlich erstmal das Messer und guck mal, wie weit ich komme. Und ansonsten setze ich auf. Bis zum Knochen kommst du. Gut, und dann setze ich auf. Ja, und lenk. So Ellenbogen, ach, Ellenbogen sag ich schon. Die Knarre nehme ich mit. Flumsen. Die hat nicht mal Wi-Fi. Flumsen, und dann komm, Link. Du würfelst mal bitte eine Runde Edge. Düst, du würfelst mal Wahrnehmung. Hören, danke. Minus 3 insgesamt. Ich überlege gerade, ob ich mein Edge etchen möchte. Kannst du nicht. Minus 3? Ja. Auf Wahrnehmen? Ja, hören. Okay, hören habe ich. Ah, ich habe meine Earbuds. Ha. Zähl die Was plus 1. Zwei Erfolge, Mann, yeah. Was denn da drin, Düst? Moment, Earbuds Stufe 2, Audioverbesserung plus 2. Die zählen. Also minus 1 dann also noch. Also minus 1 auf Perception. Okay. Und Flummi hat 2 Erfolge, ha? Huh? Ja. Und 3 von mir hinterher aufhören. Oh Gott, ich glaube, der Spielleiter hasst mich. Nö, wieso? Weiß ich du nicht. Du hörst doch nur, dass nach dem dritten Schuss einfach Leute angerannt kommen, andere Leute schreiend wegrennen. Ups. Er hat erst mit einer Schrotflinte auf jemanden geschossen. Dann hat sie mit einer Schrotflinte auf jemanden geschossen. Dann hat sie wenige Sekunden später angefangen, so eine Minute, mit einer Schrotpistole einfach alles in den Arm reinzudrücken. Nee, sie hat erst geschnitten und dann reingedrückt. Und deswegen die Minute. Und jetzt wird sie das Ding nehmen und abhauen, so schnell wie sie kann. Du bist noch nicht fertig mit der Hand. Verdammt. Als Düst das hört. Ich meine, du kriegst es eh nicht mit. Nee. Da kommen Leute gerade. Billy sah schon. Flummi. Flummi? Jojo! Da kommen Leute gerannt. Ich bin ganz hibbelisch, im Echt. Fuck, dann hilf mir mal! Mit was denn? Etwas Kotze landet in seiner tödlichen Verletzung. Oh, Billy. Ja, heilen tut der nicht mehr. Nee. Tut der weiß nur versuchen. Noch. Irgendwann muss ich vielleicht nicht mehr kotzen. Gut, dass das Frühstück schon halb verdaut war. Ich kann doch nichts machen. Uns beeilen. Okay, Düs, du hattest 1000 Millionen Erfolge. Flummi wird nicht schnell. Es kann gut sein, dass Flummi gerade so die Hand nehmen kann, ihr wegrennt und die anderen Typen in der Gasse ankommen. Ich zück meine Pistole. Hab die Rauchgranaten sind im Auto. Moment, ne? die müsste besser sein, oder? Das ist keine Schrotmuni. Das ist eine Hammerlimit-Gel-Munition. Alter! Entschuldigung. Ach schön, mit Gelmuni. Da hockt man noch übermorgen da mit der Gelmuni. Gut. Ich habe vermutlich mit, wenn ich das Messer. Ich hab vermutlich irgendwie nicht die Gelegenheit, diesen Chip zu erwischen, wenn ich einfach die Cyberhand zerstöre, oder? Geht das? Wenn du die Cyberhand zerstörst, zerstörst du höchstwahrscheinlich auch den Chip und eine Schrote ist für Cyberhandzerstörung jetzt nicht die beste Option. Nicht die beste Option, sagst du. Außer ich lade mit Vollmantelgeschossen durch. Ja, und dann ist halt die Frage, ob du den Chip erwischst. Du weißt nicht, wo sein Schmuggelbehälter ist. Ja, das ist das große Problem. Das heißt, ich brauche die Hand. Ja. Was man im Leben halt so braucht, eine Hand. Liegt hier irgendwas in der Nähe, was mir dabei helfen könnte, dieses Ding zu Dings reißt meinen Schlagstock vielleicht? Kann ich damit Dewey irgendwas Faktor. Ausdrücken? Dingsen? Danke. Hast du schon mal versucht, mit einem Schlagstock jemanden die Hand abzutrennen? Nein, aber ich habe schon mal versucht, jemanden damit den Knochen zu brechen. Nein, das habe ich auch noch nicht versucht. Aber ja, du hast versucht, ihn damit zu brechen, aber nicht abzubrechen. Na, wenn er gebrochen ist, dann ist das Schlimmste vorbei. Darf ich mal ganz kurz eine Erfahrung aus meinem realen Leben? Ja, bitte. Alles, was mir hilft, ist sehr willkommen, damit der blöde Spielleiter mir die 2 Erfolge, die ich habe, wenigstens auch mal gönnt. Liebster Spielleiter, du kannst mit einem gezielten Fußtritt einen Unterbein, also sprich ein, was ist denn das, die Elle oder die Speiche im Schienbeinknochen? Schienbein und Wadenbein. Ja, kannst du durchtreten. Klar muss man ein gekonter, sag's mir gerade wieder, ein gekonter Typ. Ja, also sprich Martial Arts, ne, also Kampfkünstler sein. Jojo hat Stärke 2, das heißt ja, Moment, alles, Moment, was... Moment, darf ich ganz kurz weitermachen? Nein. Ein Pfennigabsatz eines Frauenschuhs, der, also einer normalen Frau, sag ich mal, die, keine Ahnung, 50 Kilo hat, sag ich mal, ne, also bei einer Körpergröße von, keine Ahnung, scheißegal. Also du hast einen größeren Druckpunkt mit einem Pfennigabsatz als mit einem Elefantenfuß. Und ein Elefantenfuß zermalmt einen Unterbein, also sprich einen Waden- oder Schienbeinknochen. Und dann würde auch eine Elle oder Speiche im Arm brechen, da, wenn ich das mal so
Mir geht's eigentlich eher darum, wenn das Fleisch, wenn das Fleisch kriegen wir ja abgeschnitten mit dem Messer. So, wenn wir aber mit einem gezielten oder mit einem guten Schlag irgendwie den Knochen gebrochen kriegen, dann müssen wir ihn ja nicht durchtrennen. Ich formuliere es mal anders. Nachdem du drei, vier Schüsse der Pistole, was ja relativ schnell geht, in dem Arm versenkt hast, ist es schon verwunderlich, dass nicht doch nach drei, vier Schüssen der Knochen gebrochen ist. Das macht Sinn. Du Jetzt weißt, was ich verstehe ich. meine. Jetzt verstehe ich. Augmented Blah, Shit of Death. Aber der hat doch Gelenke, oder? Ja, aber die sind wahrscheinlich auch augmented. Und? Er hat Gelenke, ja. Ja, aber die müssen doch beweglich bleiben. Das heißt, da ist es zumindest nicht verwachsen. Ja, aber die Cyberhand hat doch das Gelenk. Du musst ja die Cyberhand auch bewegen können. Da kannst du ja kein normales Gelenk dran lassen. Ja, aber der hat doch ein Ellbogengelenk, oder? Du willst den Ellbogen abtrennen, ja? Das schwächste Glied ist das Schlüsselbein. Defracted Schlüsselbein. Collarbone. Nice! Erst mal die Ich Hand. ekel mich gerade ein bisschen vor mir selbst. Jetzt ist es auch Zeit, Mädchen, dass du das tust gerade. Es ist Shadowrun, das macht doch jede Gruppe. Ekel mich gerade ein bisschen vor mir selbst. Also, Oh. willst du jetzt noch versuchen mit deinen, ich glaube, du hast noch zwei Schuss in der Schrotpistole, jetzt nochmal seinen Ellbogen zu zerledern? Keine Ahnung, ich will einfach nur, dass die diesen scheiß Chip nicht kriegen. Was anderes will ich nicht. Wenn es Okay, du heißt, hast noch dass ich. 10 Sekunden, mir zu sagen, was du jetzt machst. Ja, Ellbogen durch, weg mit dem Unterarm, ab dafür, wenn es klappen sollte. Aber das dürfte zumindest ist das schwächere Glied als der scheiß Knochen. Das hätte uns auch mal früher einfallen können, Ja. irgendwie. Gott, sind wir zwei Okay, Dranfunzel. das konntet ihr nicht wissen, dass der noch Knochen hat. Auf jeden Fall, Richtig. du Ich reißt nehme auch gerne einen Edge-Stangen. Arm ab. Also du knallst da mit der Pistole rein, ne? So. Geil. Dann reißt, du stellst dich mit dem Fuß auf seine Brust und Oh reißt Gott, oh zweimal. Gott. Billy, es hört sich so an, wie du es dir vorstellst. Das hört sich richtig geil an, übrigens, wenn das Ich, passiert. Ich habe Blut das schon mal gehört. spritzt Das ist dabei echt in ihr schon ein bisschen Gesicht. eklig. Bad Taste. Nee, das war bei Braindead, wo der Affe der Frau den Arm doch abreißt, oder? Ja, Nicht dabei das nicht. war Das super. ist, aber dieses Reißgeräusch, wenn du menschliches Fleisch abreißt, ist Können schon wir das richtig bitte hart. Ich jetzt habe das nicht mal nicht nur gehört. Das ist schon hart. menschliches Fleisch, sondern auch die Knochen, die zerbersten die ganze Zeit. Ja. Es gibt Schöneres im Leben. Ah, oh, eklig. Du reißt einen Unterarm ab. Der ist Ja. nicht klein. Du besitzt jetzt einen Unterarm. Alles Gute Fühle zum mich wie in Geburtstag. einem Adventure. Schreib's dir auf, nimm's ins Inventory. Also, liebe Olga, ich habe hier ein Fünftel Cyberknochen. Was gibst du mir denn dafür? Jojo denkt sich wahrscheinlich gerade, ich habe Lust auf Hühnchenflügel. Nein, Jojo denkt sich jetzt, dass auch sie die Leute hört. Ja, Kentucky sie schreit Macht haut mal ab. Inni. Oh fuck, das ist nicht gut. Inni ist nicht gut für Billy. Ach, Meister. Ja, ich sehe Entschuldige es bitte, ein, aber ihr aber habt ewig gebraucht, um Meister. euch einen Arm wegzuholen. Was kann ich denn dafür, dass ihr abgehauen Wir seid? haben nur ein paar Schüsse da reingedingst, Du mehr hast das nicht. Messer gesucht, du hast jetzt versucht, damit zu durchtrennen. Du hast die Ja, Schüsse ja, ja, erst in ja, das eine, ja, dann ja, das ja, andere, ja, und dann ja, hast du ja, es ja, ja. abgerissen. Schnauze! Gerissen hast du's. Ich habe eine Ini von 10. Awesome. Was war das nochmal? Ein Ich vergesse das W6. doch immer. Ein W6 plus 8 oder sowas könntest du. Also Ich ich habe glaube, bei ein ihr W. 7. 1W6 plus 8 ist bei mir. Hä, welche Attribute gehen denn da rein? Gar nichts, es Du ist deine würfelst nur einen Würfel. Initiative. Du hast es doch in deinen Attributen oben stehen. Da ist Konstitution, Geschick, Stärke, Charisma, Logik, Willenskraft, Edge, Essenz, Resonanz und Initiative kommt dann. Ja. So, und ich glaube, du hast Ini 7, also hast du jetzt 10. Ja, wir haben beide Ini 7, Ini 10. 10, ja. Awesome. Die haben mehr? Der eine hat sowas von mehr. Gut, ein Scheiße. Typ rennt um die Ecke. Er braucht mitgezogene Waffe. Es handelt sich Moment, um muss eine er vielleicht kotzen? Maschinenpistole. Autsch, muss Oh er vielleicht shit. kotzen? Warte doch mal, er ist doch Moment! zuerst Abgelenkt wegen dran. Warte, Übelkeit. wartet doch mal ab, Alter. Will, dass er abgelenkt ist wegen Übelkeit. Ey, der andere hat ja auch mehr als ihr. Geil. Nee, was hast du das? Wir haben beide Was? 10. Okay. Beide 10, ja. Also, lass mich das nochmal kurz. Der eine rennt um die Ecke Nein. mit gezogener Maschinenpistole, sieht das, was da mal noch so war von seinem Kumpel. Und natürlich braucht er jetzt schon ein wenig Zeit, das zu analysieren. Ein zweiter Typ kommt in die Ecke. Billy ist aber gleichzeitig mit ihm dran. Er hat seine Waffe noch nicht gezogen. Es handelt sich um zwei Menschen. So, liebe Billy, was geht mit dir? Ich sollte schießen, schätze ich.
Ich habe keine Ahnung, was du solltest. Ich glaube, ich sollte mal jetzt ganz gehörig dem in die Fresse schießen oder halt einen von ihren ins Auge geschossen, hoffentlich Glitches. Ich möchte ihm ins Gesicht schießen wieder mal, wenn ich das darf. Er kommt, ist er weit weg von mir? Ich weiß ja nicht. Der kommt in die Ecke und guckt in meinen Lauf und ich drücke einfach ab oder so irgendwas. Geht das? Na, ihr seid ja schon bestimmt ein Stück gerannt, ne? Ja, Ihr wolltet ja wohl schon eher wahr. weg. Du hast schon eine solide Nicht-Nahkampf-Entfernung, also weiß nicht, so 3, 4, 5 Meter hast du schon. Du kannst gern schießen, wenn du einen gezielten Schuss machen willst, weil der in Bewegung ist und dich quasi so halbwegs aus den Augenwinkeln sieht, kannst du dir gern 4 Würfel abziehen, aber da kriegst du nur +2 Schaden. Ich müsste jetzt gerade mal nachdenken. Ich habe Geschicklichkeit 6. Nee, Geschicklichkeit 4 plus 2 wären 6. Plus Smart Link. Plus Smart Links sind 2, ne? Ja, und du kriegst nichts abgezogen, glaube ich. Also 8 im Endeffekt, 8 Würfels. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Ich werde es nicht irgendwie schaffen, dass ich um die Ecke rumkomme in der Zwischenzeit zu Jojos Auto, garantiert, oder? Das Also ich Auto meine, ist ewig ja. weit weg. Das fährt uns jetzt entgegen. Du Moment, bist noch gar nicht dran. also 8 Schuss in seine Richtung, 8 Würfel in seine Richtung dann, ne? Gerne. Dreierfolge, Bitch. Wie viel Schaden sind das mit Gel? 6 DV. Oh, der kriegt sogar noch einen Würfel mehr, geil. Gut, du triffst ihn irgendwo im Brustbereich und er, naja, stolpert so 2 Schritte Warte, zurück. du hattest mir doch gesagt, ich soll 2 abziehen, 4 abziehen für. Ach, ich habe gar nichts abgezogen. Na, du hast nichts abgezogen, also kriegst du nicht mehr Schaden, dachte ich mir so. Mensch, ergibt Hättest Sinn, du mal oder? sagen können, dass ich falsch gewürfelt habe, Mann. Na, ich dachte, du willst keinen Cold Shot machen, weil du dann einen Patzer kriegst, Nee, ist Mensch. ja okay. Also, der stolpert so ein bisschen zurück. YOLO. Dann null Erfolg, null Success. Zieht dann seine Waffe. Flummi, what's going on? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Alle? Wie? Also ich Ich meine. habe einen Arm in der Hand und in der anderen Hand vermutlich das Gewehr. Ja, und mit einem Arm lässt sich's schlecht schießen. Das weiß ich. Das Ich heißt, meine, du mit hast einem jetzt müsste drei. ich. Nimm Du hättest. die. Sag bitte zu dem Typen am Boden, kannst du mir mal zur Hand gehen? Das fände ich schön. Mach. Ich würde wahrscheinlich sowas sagen wie, ich könnte jetzt noch eine Hand mehr gebrauchen. Aber, Stehe ich dir gern zu, ist keine Handlung. Reiche mir deine helfende Hand. Genau, ey, Kumpel, kannst du mir mal zur Hand gehen. Mensch, High Five. Komm, High Five dein Kumpel mal. Huch, wie kommt denn die Hand in meine Hose? Er kannst mal deine Hand von meinem Arsch nehmen, du Arschloch. Ach, mein Der nimmt aber Schrotflinte auch. hat so ein schlechtes Handling. Ja. Der nimmt aber auch wieder keine Hand vor den Mund, wenn er niesen muss, ne? Zone Drecksau. Und ihr lebt von Ja. der Hand in den Mund, oder? Ich hatte gesagt, das Ja. ist eine Fisch-Session, ich wusste Ist auf es. jeden Fall. Wir sind schon in der anderen Session. Ist auf jeden Fall keine handliche Angelegenheit hier. Boah, Die Jojo ist Handhabung. gehandicapt. Wie ist denn das Handling von der Hand? Wie? Nee, okay, war schlecht. Ich geb's zu. Okay. Ich hab's Also, versaut. wenn du schießen willst, musst du auf jeden Fall den Den Arm Arm fallen fallen lassen. lassen. Gut, ja, ist eigentlich meine einzige Chance, weil der Typ braucht noch eine Sekunde und wenn der gleich schießt, dann habe ich ein Problem. Übrigens, wenn du das gleich fallen lässt, Schmatz und Klonk. Kotzen. Hands high, killing with the flow. Ja, sie wird ihn fallen lassen müssen, es geht nicht anders, weil mit einer Hand kann sie nicht schießen, da hält sie den Rückstoß nicht aus. Gut. Ich finde das auch schade, Spieler, dass du nicht gesagt hast, dass einer der Typen schreit: Hände hoch! Die sind noch nicht so weit, Ach Mensch. so. Okay. Also, Miss Trash. Was soll denn das heißen? Gar nichts. Ja, ich hab doch gerade gesagt, was Sache ist. Dann Gut, schieß doch. was ich noch wissen will, wie Ja, siehst du bitte. einen der beiden Typen. Warte mal. Das Wie sind doch siehst du einen generell der nur beiden zwei. Typen an? Ja, die Frage ist nur die. Ich muss gerade gucken, ob du Reichweitenabzüge sonst bekämst, wenn du ihn anvisieren würdest. Na, der gerade noch stehen geblieben ist und kurz gedingst und was auch immer, außerdem habe ich ein Zielvisier. Ja, dann müsstest du eine einfache Handlung aufwenden und dann hast du einen auf ihn gezielt und es ist vollkommen egal, weil die Reichweite eh zu viel ist. Habe ich jetzt nachgeguckt? Passt. Würfel doch bitte. So, kriege ich dann Abzüge? Nee, eben nicht. Ich kriege keine Abzüge. Gut, das wollte ich doch schon mal wissen. Hervorragend. Wie viel Schuss hat dein Ding eigentlich so? 6. Ich habe noch Jetzt also 4. noch 4. Und seine Remington hat auch noch 2.
Nee, die hast du ja gebraucht, um erstmal so weit zu kommen mit dem Ellbogen, bevor du es Ach ja, rausreißen verdammt, die hat konntest. keine mehr. Okay, dann müsste ich nachladen, das wäre natürlich doof. Hast keine Das Muni heißt, ich muss dafür. jetzt. Würfel. Na, für meine Schrote habe ich Muni. Ach so, ja. Also, ja, Jetzt. genau. Aber wahrscheinlich nicht dabei, die ist im Auto, glaube ich. Damit rechnet ja niemand. Ich möchte direkt nicht mitwürfeln. Oh, du bist so vertrauensvoll. Warum möchtest du denn? Okay. Na, eigentlich ist das sinnlos, du hast Die recht. glaubt, dass sie so viel Erfolge bekommt, dass sie ihr Limit mit Edge aushebeln will, deswegen. Naja, du Ah. hast ja recht, das bringt nichts. Wie hoch ist dein Limit von der Waffe? 4 oder sowas, ne? Vier. Ja, das geht ja noch. Moment, Limit von der Waffe war. Accuracy. Lü-lü-lü-lü-lü. ACC. Vier. Punkt. Na, siehst du, das passt doch. Komm, 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 komm. Gib uns mal einen ordentlichen Wurf Sowas hier. darfst du nicht sagen. Jetzt geht er garantiert in die Hose. Ach, Quatsch. Oh, noch Yeah, eine. Baby. 4 Erfolge. So, Komma. das Was? sind. Das sind wie viel Schaden bei dir? Sind das alles Nettoerfolge? Ja, natürlich, der kann da jetzt auch nicht ausweichen. Dann habe ich 16. 16, Ah! gut. Aber ich habe eine. Die ist doch Halbautomat. Kann ich nicht direkt noch einen Schuss hinterher setzen? Na, wenn du Salve schießen willst, musst du mir sowas bitte eher sagen. Nee, Haben wir schon Salve nicht. gewürfelt. Du kannst bloß einen Angriff pro Kampfrunde machen, pro Ah, Indie-Durchgang, Mist. das Du hast weißt du doch. recht. Du hast recht. Also nochmal für die Zuhörer, 4 Erfolge von Geflumse und 10 Erfolge von unserem Spielgeleiteten. Na, da kriegt er immer noch 6 Schaden. Ja, trotzdem. Ja, ich sag ja nur. Der Typ fällt rückwärts um. Er ist nicht tot. Immerhin. Nö, aber erstmal, Ach, ist das schön. So, jetzt kommt der besondere Spaß an der Geschichte, denn. Finde ich Scheiße. nicht. Alle ziehen sich jetzt 10 Inni ab und der noch über 0 hat, darf nochmal. Das ist. Oh, Flummi nicht. Nee. Oh, Auch. der andere Halt Typ die auch nicht. Fresse. Und das auch Nein. nicht. Aber der Typ, der am Boden liegt, oh, der kann noch. Was? Ja, der muss erstmal aufstehen. Muss ja nicht zwingend. Oh Gott, Milli, was verliert Billy diesmal? Wahrscheinlich nichts. Ich Ich glaube, glaube, verliert ich auch habe den nicht. Termin verweigert, nicht umsonst. Flumette. Ja, bitte. Mach doch, du kannst schon mal ausweichen. Also der Typ nimmt vom Boden aus seine scheiß MP und ledert dich weg. Du darfst mal -5 Rea und Intuition würfeln. Warte mal. Ich muss gerade mal ein bisschen weinen. Ich würfel, da würfel ich mein Edge direkt. Gut, dass ich es Warum gerade nicht das gemacht denn? habe. Och, weil ich keinen Bock habe, von der MP zersiebt zu werden. Ah, dödödüm. Also, wie war das? Reaktion und Intuition sind 7, minus 5 sind 2, plus 5 sind 7. Schön. Darf ich dir ganz kurz sagen, patzen wäre jetzt nicht lustig. Vor allen Dingen, weil ich es nicht in einen Nichterfolg umwandeln könnte, weil ich ja schon Edge mitwürfle. Nichterfolg wäre jetzt auch nicht lustig. Das ist richtig. Jo. Also die Spannung ist knistert jetzt schon hier bei mir gerade, ne? Bei mir ja nicht so. Ein Oh! Erfolg. Hä? Ich sehe 2. Hä? Ja, du hast S6, du hast 7D6, Oh, ich habe S6 falsch gewürfelt. gemacht. Warum schreibst du das jedes Mal neu? Warum benutzt du nicht die Cursor-Hochtaste, um das Kommando einfach wieder Ist doch vollkommen ranzuholen? egal, sie hat 3 Erfolge. Jo, Ja, drei. sie hat. Und ich darf meine. Alter! Warte mal, Du 1, musst 2, nichts 3, 4, nachwürfeln mit fünf, 3 Erfolgen, 6, 7. Alter. Doch! Ich habe meine 6, die dürfte ich nachwürfeln. Achso, er hat nicht getroffen. Gut, dann bin ich glücklich. 3 Erfolge, Alter. Er schießt vom Boden aus. Was erwartest du denn? Der hat Rückstoß wie Sau. Das haben sie Also. extra gemacht jetzt, Alter. Du, weiß ich nicht, Ausweichmove ist wohl eher sowas wie in die Ecke springen, Gegen die Mülltonnen. ha? Ja, ist einfach zur Seite springen, wie auch immer. Ja, aus einem Schussfeld raus. Ja, hinter eine Mülltonne. Der muss Na, ja. es können nicht immer Mülltonnen sein. Da ist so ein alter, tatsächlich, passt auf, der letzte bekannte Flipperautomat Moskaus. Der steht da, ja? Brauch mal realistisch bleiben. Hinter den springst du und das Ding wird ordentlich zerklirrt und Kugeln rauschen durch die Gasse. Auch in der Nähe von Billy vorbei. Also nicht wirklich so, dass du Angst haben müsstest. Also doch, du musst Angst haben, weil das Ganze, Eigentlich die schon. scheiß Gasse mit Kugeln zerfickt wird. Aber ich meine. Nicht mich. Richtig. So. Da die beiden Schaden haben, seid ihr jetzt zuerst dran, und zwar zuerst das. Oh. Das ernsthaft ich? Eher, ich werde dann nochmal baller die Baller. Wie weit ist der jetzt von mir weg? Habe ich irgendwie Chance auf gezielten Schuss da einfach oder weil er auf dem Boden liegt, nicht bewegend? Also Gedöns? den kannst du mit einem gezielten Schuss, da kriegst du plus 2. Also nur noch minus 2, sagen wir es mal so. Also dann hätte ich 6 Würfel. Ja. Jo. Und also ich meine, der liegt am Boden, ausweichen ist da relativ kompliziert. Dann nehme ich nur. Aber der hat Panzerung an, ne? Aber natürlich, sonst hättet ihr ja nicht 21 Würfel gehabt. Also bei dir hat er weniger.
Hey! Wieso hat er denn bei mir weniger Weil du verlangt? keinen Schrot schießt. Ach so, Das ah, wäre jetzt genau, ein Plus 5, genau. ich gehe auf geistigen Schaden, ne? Gezielt 6 D6 dann. Spannend und ein Erfolg. So, du triffst auch den Typen nochmal und irgendwie wirkt es so, als wäre Gel-Munition hier ziemlich unangebracht. Also ich Ja. meine, er zuckt schon kurz zusammen, aber ja, er zuckt halt kurz zusammen. Jo. Flummette. Der letzte Flipperautomat, ja, und du bist dahinter. Was ist eigentlich mit dem anderen? Na, der hat mich gerade fast versiebt. Da wird der ist jetzt leider, muss der jetzt einfach mal aufhören zu versuchen, mich zu zersieben. Kommst du aus deiner Runter. Deckung raus oder nicht? Muss ich. Naja, nee, ich frag mal anders. Kommst du so aus der Deckung raus, dass du richtig gut schießen kannst oder so, dass du noch in der Deckung bleibst? Ich bleib vermutlich so halb in der Deckung, also ich würde vermutlich jetzt regelmechanisch einen Abzug von, weiß ich nicht, ein oder Genau, zwei genau, Würfeln genau. bekommen, glaube ich, oder? Einen Einen, kriegst du gut. abgezogen. Auf dem Typ, der am Boden liegt. Ja? Ja, dann brauchst du das nicht würfeln. Der hat mich immerhin gerade fast zersiebt. Ist doch vollkommen im Rahmen und du triffst ihn zumindest so, dass er sich nicht mehr bewegt. Gut. Man hat Meine einen Typ, der vor Aufmerksamkeit Billy wendet sich dem steht. anderen zu. Das Da ist ist sehr schön für nichts. deine Aufmerksamkeit. Der andere. Awesome. Das, du bitte Reaktion, Intuition. 4 und 4. Würfeln. Genau. Drei Erfolge. Sehr, sehr geil. Also der Typ hat seine Waffe gezogen in der letzten Runde, habe ich ja noch gesagt. Es handelt sich um ein Messer. Springt in Richtung Billy, dreht ihr die Hand, die Waffenhand auf den Rücken und hält ihr das Messer an die Kehle. Er hat ein sehr, sehr hübsches Schutzschild. Er fragt mich gar nicht, ob ich etchen möchte. Ach so, willst du Das etchen? stimmt. Darf ich? Ja, hast du noch eins? Ne, zwei habe ich noch. Ich habe nur einmal geätcht. Ach so, na dann willst du etchen. Ja, ich Ja, würfel bitte. meine Nichterfolge nach dann. Gern. Oh Gott, der hasst mich mittlerweile so arg. Wieso denn? Ihr habt einfach Scheiße gebaut. Ich meine, ich hasse euch doch nicht. Und ich habe die Regel der 6. Nee, habe ich nicht. Ich darf nur nach. Aber mit dem, im Moment ist mit dem Edge jetzt das Limit außer Kraft? Nein, mit dem nicht. Oh, Was ist denn dein okay. körperliches Limit? Danke, Fummi. Fünf. 5, shit. Hatte man vorhin schon, ja. Ja, hab ich vergessen. Okay, der Typ springt in deine Richtung, wollte dir die Waffenhand auf den Rücken drehen, aber du kannst dich wieder mal elegant und fast Cat-like. elfengleich Cat-like, bitte. Mit kettelein. Eiswürfeln. Du bist einfach immer so schön eingeölt, weißt du? Richtig Perfekt. glitschig. Gut. Also du entwindest dich seinem Griff. Danke. Trotzdem, Flummi, du willst jetzt nicht auf ihn schießen. Er steht viel zu nah an Billy. Habe ich noch eine freie Handlung? Du bist jetzt als nächstes dran. Ich? Darf ich eine freie Handlung zwischenschmeißen? Nein. Schade. Was Ich willst du denn möchte machen? meine freie Handlung zurückhalten. Haha! Na, du hast. Also, anders. Ja, ihr dürft jetzt beide noch eine freie Handlung gebrauchen. Was wollt ihr denn machen? Billy, Deckung! Ja, das dachte ich mir schon. Naja, also in der Runde jetzt noch kann Billy Folgendes tun: sich auf den Boden schmeißen. Du Ich hättest hab aber doch. jetzt. Wärst jetzt sowieso So. nochmal voll dran. I have Gymnastics. Hey, ganz kurze Frage. Wenn der jetzt gerade versucht, mich gerade zu greifen, ich bin ihm ausgewichen, dann stehe ich doch quasi, wenn ich einen ausgestreckten Waffenarm habe, dem direkt mit dem Gel im Gesicht. Jetzt mal ohne Scheiß, oder? Nicht zwingend, du versuchst den Waffenarm freizukriegen. Erstmal zwingend und stehst ihm nicht zwingend mit dem Gel im Gesicht, sondern hast ihn eher weg von ihm. Ich meine, er hat ein Messer, du musst doch auf das scheiß Messer achten. Ich dachte jetzt eher, ich mache so eine coole Situation wie Dodge This in Matrix, aber das wäre dann wieder zu viel Sagen wir wahrscheinlich. es mal so, Billy hat Okay, Pistolen 2. Gymnastics. Gymnastics, Bro, Gymnastics, Mach okay. mal Gymnastics und. Reaction und Nee, 3. und Geschick. Ach, Geschick und 3, ja, sorry, 4 und das ist anyway. Geschick und Reaktion ist dasselbe. 7! Wäre gut, wenn ich jetzt gut würfel, ne? Ein Erfolg. Nee, also mit einem Erfolg kommst du. Du kannst es nicht abschätzen. Du springst cat-like und elegant, fast elfengleich, von ihm weg. In Deckung, jedenfalls das, was du für Deckung hältst. Flummi, das, was sie für Deckung hält, ist keine angemessene Schrotdeckung. Hinter dem letzten Gänseblümchen sucht sie Schutz. Die versteckt sich in einer Asthöhle. Das wäre wirklich elfengleich, da hast du recht. Ja, ich Siehst fand du? aber auch das Gänseblümchen Ja, es ist auch wahr, ja. Nee, Billy springt elfengleich. schon in Deckung, aber es ist halt einfach nicht weit genug weg für deine ordentliche Rakete, die du da in der Hand hast. Gut, es gibt also keine Möglichkeit, ihn voll zu erwischen, ja?
Muss ich aber Doch, vielleicht. aber Billy kannst du damit auch gut erwischen. Ja, gut, aber wenn sie näher an ihn rangeht, also dann reicht das doch. Billy ist ja jetzt erstmal weg von ihm, ne? Der kann sie jetzt nicht direkt greifen. Und der guckt dir blöd So. hinterher. Dann. Jojo steht da immer noch mit der Schrote in der Hand. Von ihr kommt ein Messer runter. Das war's. Sie. Ist das nicht einschüchternd genug? Der hat ein Messer, sie hat eine Schrote. Ja, und seine einzige Möglichkeit ist das lebende Schutzschild, also nein. Reicht es, wenn ich vielleicht höher schieße? Ist sie vielleicht geduckt oder sowas? Gibt es damit eine Möglichkeit, sie nicht zu Kannst erwischen, du dass ich dir jetzt sage, ich sicher schieße auf sein, den dass du Kopf? mit einem Schrotschuss, der alles zerledert, nicht auch Billy zerlederst? Das ist die Jojo Frage. kennt sich mit Schrotmunition aus. Die kennt diese Waffe wie ihre Westentasche. Sie ist sogar Na genau, und ich sehr sage dir, es verbandelt ist halt damit. sehr riskant. Ja, sie geht dieses Risiko jetzt ein. Wenn der Typ Billy erwischt, ist sie voll am Arsch. Und wenn sie jetzt hier nur die Möglichkeit besteht, dass sie vielleicht ein oder zwei Schrotkügelchen abkriegt, dann ist das nicht so schlimm. Du musst dich nicht rechtfertigen, ich habe damit kein Problem. Oder in die Gut. Milznarbe. Billy, du, Reaktion, Intuition, Fuck. plus 2, minus 2, genau. Reaktion, Intuition, 8. Ja. Und Flummi, du, schießen, würfeln bitte und der Typ mal gucken. Habe ich eigentlich Rückstoß jetzt? Ich habe vier. Was, wie viel hast du geschossen? Nee, hast du nicht. Vier Erfolge, Meister. Gut. Also, wenn du keine Salve schießen willst, ohne Salve wäre das Schlechteste, um Billy nicht zu Nee, 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 erwischen. nee, 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 ich will keine Salbe. Look, da springt Billy, ich schieß hier hinterher. Vier Erfolge. Ihr habt echt, irgendwie habt ihr das Glück mit irgendwas gefressen, ne? Oh, Heute ich würfel irgendwie so nicht. schlecht, ich hab vier Erfolge. Ja, jetzt. Ich glaube, heute pisst man richtig an und einfach nur, weil Nee, ihr pisst mich es doch da nicht an. ernsthaft, ich habe so das Gefühl, dass du sauer bist auf uns. Ich fühle mich immer so schlecht. Ich habe zu viel Spaß deswegen. Jeder hat Spaß, wenn man Gegner schnetzelt. Mann, scheiß Würfelprogramm. Geilon. Wie viel Schaden Oh machst du? Du nee. machst irgendwas von wegen Ich mach 16 jetzt, wenn das 16. alles Net Dann Hits kriegt er sind. immer noch 9k? Ja. 8k kriegt er noch. Na, das geht ja noch. Das haut ihn nur ganz knapp von den Socken. Es schmeißt ihn auf die Straße. Oh, Gut. auf die Hauptstraße jetzt. Nee, wir sind ja nicht auf der Hauptstraße. Nee, aber ich habe es jetzt Doch, unter der egal. Typ kam von der Hauptstraße in eure Ja. Richtung. Es schmeißt ihn auf die Oh. Straße. Keine Angst, es ist nur sein Arm, der auf die Straße fliegt und der Kopf Auch? und. Naja, sollte jetzt Nee. vielleicht kein Auto auf der Hauptstraße kommen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt beeilen, dass wir Beine in die wegkommen. Hand, ja. Mit dem Arm. Ich möchte den Arm Ja. mitnehmen. Wegen dem haben wir ja den ganzen Ärger. Looten ist nicht, ne? Wollt ihr? Das war. Nein, 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 nein. Nicht, einfach Nein. weg, nur weg. Ich will weg da. Ihr habt so einen Lack, echt? Es ist einfach nur noch zu viel gerade, ohne Witz. Wie gut, dass Jojo letztens erst ihre Vorräte für Binis Kotzorgie im Auto aufgestockt hat. Oh, Mann, Mann. So, und jetzt noch ein kurzer Reindrücker. Ihr kommt, also, ich meine. Es ist aus irgendeinem Grund nicht unbemerkt geblieben, ne? Konnte ich irgendwas um den Ach. Arm wickeln, damit ich wenigstens keinen Arm durch die Gegend trage, sondern so im Vorbeigehen Willst irgendeine du dir die Zeit Tüte? nehmen? Ne, im Nee. Vorbeirennen halt, ne, wahrscheinlich habe ich sie nicht. Alles klar, nein. Ich Dewey renne mit einem Arm. Faktor. Na komm, Dewey Faktor, dann schenke ich dir. Du findest einen alten Pullover. Cool, dann nehme ich jetzt den alten Pullover. Also da war so ein Squatter in der Ecke, der ist aus irgendeinem Grund abgehauen, aber der hat halt noch seine Sachen da Das gehabt. verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht, ist auch so eine schöne Gegend hier. Auch die anderen Richtig. Leute haben irgendwie gerade sich entschlossen, anders ihren Tätigkeiten nachzugehen. Umso Findest du weiter, nicht umso auch, besser. dass die Häuser dringend einen neuen Anstrich gebraucht haben? Ein Ich bisschen finde es Farbe mal rein. bleihaltig alles so arg, oder? Ja, ein bisschen Farbe musst du da einfach mal rein. Bei Ja. Flummis Jojos Auto wartet eine Nein. doch geisterhafte Gestalt. Hast noch kein Bild rausgesucht, ne? Nee. Hab Gut. noch keins Oh. gefunden. Es erinnert entfernt noch an das, was ihr vor ein paar Tagen gesehen habt, ne? Mit Hautabschälen und so einem Gedöns. Ja, was im Aber Kopf scheint hatte. sich in irgendeiner Form zu verändern. Nicht wirklich sichtbar, inwie was das jetzt mal werden soll. Aber Es hat dieses Hörner. Etwas. Nein, das nicht. Aber dieses Etwas, hat in einer Hand zwei Köpfe und in der anderen einen. Es handelt sich also nicht um die richtigen, aber um so geisterhafte ungefähr Köpfe von den Leuten, die Jojo gerade hier schnetzelt hat. Das sind ja drei Personen. Die lässt sie vor Jojo auf den Boden fallen.
Jojo erschreckt sich im ersten Moment. Ja. Springt einen halben Schritt zurück. Meinst du? Bodycount. Es ist wie, als hätte sie auf dich gewartet und einfach mal kurz seine Leichen geliefert. Sieht die so aus, als würde die jetzt irgendwas von mir erwarten? Naja, geisterhafte Gestalten sind immer etwas schwerer zu deuten. Das ist richtig. Hast du mal Nyan? Tschüss. Gib den Edge zurück. Echt? Ohne Witz? Ja, das ist ja geil. Dankeschön. Das ist lieb. Sie entschwindet danach. Also scheint sie jetzt nicht unbedingt sofort was zu erwarten. Okay, sind die Köpfe noch da? Die bleiben, ja. Sind das echte Köpfe oder? Na, so geisterhafte. Die sehen schon so aus wie die, so seelenhafte irgendwas Köpfe. Die sehen schon so aus wie die Leichen gerade, ne? Aber übrigens, wie die Leichen ohne Schrot im Gesicht. Jojo reißt die Tür ihres Wagens auf, schmeißt den Arm da rein. Dann versucht sie, diese Köpfe zu greifen, damit die da nicht liegen bleiben, weil sie nicht weiß, wie lange diese Köpfe da liegen. Und das ist irgendwie komisch. Du greifst ganz leger durch sie hindurch. In dem Moment, wo du durch sie durchfährst, spürst du, das ist ziemlich gut, das mache ich. Mach mal bitte Willenskraft. Ach, ich möchte noch auf ein was hinweisen. Vorhin bei Matryoshka. Na, wir sind die Sneaky Guys, übelst entspannt. Wir verhindern halt Konfrontationen. Ach, das wollte ich schon noch sagen. okay. Entschuldige bitte, Moment. Wir sind Raubkatzen, die in eine Ecke gedrängt wurden. Wir hatten ja gar keine Wahl. In eine Ecke? Ey, gib mir die Scheiße. Was ist das denn, Alter? Ich mach dich kaputt. Ja, richtig. Wir sind türkische Katzen. Genau. Als Fleischer konnte ich mich schlecht verkleiden, oder? Nee, es war eine spontane Aktion, das passt. Genau, du greifst durch sie hindurch und du hast ganz minimale Flashbacks von... Ich entscheide jetzt mal per Würfelwurf. Ungünstig. Cool. Offenbar von der Person, die du als erstes ermordet hast, von ihrem Leben, was du siehst. Also nie nur die letzten, offenbar die letzten Sachen. Und ich werde dir kurz ein paar Sachen und zwar sagen. Irgendwie ein ganz, also ganz grob alles, ganz, ganz verschwommen und unheimlich schlecht, ne? Ein altes, abgebranntes Haus, was dir irgendwie minimal bekannt vorkommt, aber nicht, dass du dort schon gewesen seist, sondern dass du das halt aus irgendeinem Grund kennst, man dir davon erzählt hat. Mit unten im Kellerraum, wo ein paar Leichen reingeschmissen wurden, die allesamt, sagen wir, Probleme mit Allergien haben könnten. Oh, ich entsinne mich an die Fabrik, ja. Gut, aber da halt nur Leichenentsorgung. Zweitens, mehrere Treffen mit Humanisch-Schlägern. Und ja, der Typ war ein Elf, das weiß ich. Der Austausch von Geld und der Austausch von Datenchips. Außerdem hat er nebenbei noch ein Kind dazu gezwungen, am vorigen Tag irgendwie sein Essen zu geben, eine Nutte ordentlich durchgenommen, sowas in der Richtung. Also das, was man halt Gänger noch so tut, aber das waren so die Sachen, die dich vielleicht interessieren können. Dauert okay. So 5 Sekunden, geht saumäßig schnell. Okay. Viel Spaß. Entschuldigung. Jojos Gesicht, das nicht so geisterhaft wie das andere Shit, sondern ihr tatsächliches, menschliches, häutendes Gesicht sieht gerade, also scheint sich kurz zu verändern, wie der Typ, den er als erstes über den Haufen geschossen hat, auch die Ohren wachsen. Nach den 5 Sekunden bildet sich das zurück, sieht irgendwie schmerzhaft aus. Jojo, es ist es nicht. What the fuck? Jojo stolpert ein paar Schritte zurück. Geh in den Wagen, ich fahr. Hustet? Ich hab gesagt, geh in den Wagen, ich fahr. Was? Halt die Fresse, geh in den Wagen, ich fahr. Meine Fresse. Wir müssen hier weg. Sie geht jetzt in Richtung Wagen, schwanken würde ich jetzt nicht sagen, aber sie ist gerade ein bisschen desorientiert. Schafft es dann aber, normalerweise wäre sie schneller auf diesem Platz gewesen, schafft es dann aber irgendwann, sich hinzusetzen und die Tür hinter sich zuzuziehen, neben sich zuzuziehen. Okay, wie kommen wir hier raus? Jojo, reiß dich jetzt zusammen. Was immer auch ist, wie kommen wir hier jetzt am besten zu dir? Oder keine Ahnung, wir müssen irgendwo hin. Mal wieder. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Fahr erstmal geradeaus und dann die nächste direkt links. Müssen wir zu Alex? Nein. Okay. Okay, geradeaus, nächste links. Dann zweite rechts. Zweite rechts. Okay. Und dann erstmal geradeaus.
Billy Das sind versucht jetzt den. Nebenstraßen, aber ich habe auch keinen Bock auf so viel. Wir müssen vom Turf runter so schnell wie möglich. Weißt du, wie wir hier Ja, rauskommen? wir kommen doch da raus dann schon. Wir sind Okay. hier am Rand, glaube ich. Okay. Ich folge den Instruktionen. Billy wird nicht Bleifuß fahren, aber zügig. Billy wird nicht Bleifuß fahren, willst du mich gerade verpuppern? Ja, Bleifuß. Obwohl, jetzt sind wir noch auf dem Also so Turf, ne? schnell wie So, sie kann, dachte ich ja. zumindest. Okay. Das macht Sinn, hast recht. Ja. Also, ich sag nur noch mal kurz, der Abriss war Arm abreißen, zwei Leute abknallen. Irgendwelchen Geistern Nühen abschwatzen und so, ich weiß. Okay, hast Sekunde, recht. hat eigentlich jemand von euch Schaden bekommen? Nee. Okay, es war ein Kampf. Jojo, du hast dir den kleinen Finger, hast du dir an dem Glas von dem letzten Flipperautomaten minimal geschnitten. Du bekommst 0G, aber du hast hiermit Schaden bekommen. So. Du hattest Und scheiß irgendwas. Edge. Ich sag das nur, damit es aussieht wie ein Kampf, weißt du? Ach so. Billy hat Komm sich den schon. Fingernagel eingerissen. Und beim Kotzen auf die Zunge gebissen. So sieht's mal Ja, aus. das war auf jeden Fall auch wichtig, ja. Ja. Ich flute ein bisschen an der Zunge. Siehst du jetzt aus? Es tut so weh, aber es heilt ja schnell. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt Ding zu irgendwem nach Hause. Also zu mir. Duschen. Ah. Bin ich stark für. Und ich brauche einen Trinken, starken. Jojo Ja. spricht wenig. Deswegen habe ich das mal vorgezogen. Ja, Billy sagt auch wenig. Die ist gerade nicht sehr begeistert. Jojo ist eher grüblerisch. Nee, Billy ist apathisch halbwegs. Die fährt Auto, Jojo das wischt soll sich sie mal nicht kurz das sein. Blut aus dem Gesicht, ganz entspannt. Ja, Jojo wischt sich kurz das Blut aus dem Gesicht. Was immer eine Sauerei hier. Achso, Jojo, Hunger und so, ne? Ist Ich klar. wollte immer, warte, warte, ja, ich wollte gerade ansetzen, was zerstört, Mann. Ich habe extra nichts gesagt. Du hast es Mir lag's aber zerstört. auch auf der Du Zunge. Ass. Ich habe nichts zerstört. Du hast Leck Jojo mich. kaputt gemacht. Nein, er hat Jojo nicht kaputt gemacht. Er hat nur Ja. meinen Einsatz zerstört. Denn Jojo, nach irgendwann Das so, können wir rausschneiden. nach 10 Minuten oder so, genau, nach 10 Minuten, dreht sich Jojo zu Billy. Billy, greifst du mal neben dich, da unten an der Fahrertür? Da sind Gummibärchen. Okay, bitteschön. Danke. Die sind ja schon halb verknotzelt wegen der Sonneneinstrahlung im Auto. Was? Da ist noch gar keine reingekommen. Die ist doch ganz frisch. Die habe ich gestern, nee, vor 2 Tagen erst gekauft. Na Billy, dann, willst du die ja. roten haben? Ich will gar nichts essen. Du gibst ihr die Gummibärchen. Weißt du, was eine im entferntesten Sinne ähnliche. Konsistenz hat? Richtig, so Sehnen, die man reißt, während man Knochen, ganze Arme rausrupft. Ich sag das nur. Jojo nimmt die Gummibärchentüte, reißt sie auf und nimmt dann diese Gummibärchen in den Mund und anstatt sie richtig abzubeißen, zieht sie dann so ganz lang, weißt Du weißt schon, dass du sick bist, ne? du? Hä? Du hast gerade drei Leute geknibbelt, du hast einen Arm abgeschnitten. Wie kannst du jetzt an Essen denken? Entschuldigung. Kann für 3 Wochen nichts mehr essen. Wie kannst du Dann nur? frage ich dich jetzt besser Nein! nicht, ob wir uns gleich noch Hähnchenschenkel irgendwo holen. Oh Gott, ich bleib nicht bei dir. Ich brauche nur einen Drink und dann bin ich weg oder so. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt mit dem Scheiß? Mit dem Arm. Gott, wo liegt denn der Arm? Hast du den in den Kofferraum gepackt oder liegt der Nee, der hinten? ist unten im Fußraum an der Rückbank. Zeig mir das bloß nicht. Kam eigentlich mittlerweile eine Nachricht von Valeria zurück? Nö. Oh. Weiß jemand, der uns den Chip aus dem Arm rauskriegt? Also ich wüsste nur den Doc. Und ich weiß nicht, wie der reagiert, wenn ich dem jetzt einen Arm anschlepp. Mit Olga vielleicht? Wori-Tattoos drauf. Also die Hand ist ja auch noch zum Teil mit Tattoos gedingst. Na, zu Hause habe ich. Oh. Jojo, du kannst den Chip mit deinem Werkzeug rausholen, du wirst die Hand aber dabei definitiv zerstören, sagen wir Ich es mal könnte so. Olga fragen. Mit Wori-Tattoos drauf. Ich könnte die Wori-Tattoos vorher abmachen. Die Haut abziehen, ne? Ist ja kein Problem. Was soll Hast das ja geht? schon. Auch auf der Hand, wie gesagt, die ist halt schön gestaltet. Na, die kann ich doch aber zur Not abmachen, oder? Trotzdem, dafür habe ich doch Sachen da. Abätzen oder sowas, ja. Ich Dann sage ist dir sie. nur, dass da halt noch Wori-Tattoos drauf sind. Was sich allgemein immer sehr gut macht.
Ja. Die sind aber auch so schön schmückend. Ah, Mensch. So hübsch. Ja, okay. Ja, weiß ich Bescheid. Ich muss mir was überlegen. Verdammt. Das ist alles. Ja, wir fahren jetzt erstmal zu mir, dann packe ich das Ding in die Tiefkühltruhe und dann überlege ich mir, was ich damit mache. Okay, also, warum willst du denn das in die Tiefkühltruhe packen? Na, bis ich vielleicht flüssigen Stickstoff irgendwo organisiert habe, dann kann ich den nämlich reintauchen und den Rest einfach abbrechen. Damit wirst du aber vermutlich die Elektronik zerstören, oder? Na, aber wenn ich doch nicht den ganzen Ach Arm so, da du willst bloß, reintauche? ja, du willst bloß den richtigen menschlichen Arm, alles klar. Ja, genau. Ich will nur das störende menschliche Fleisch da wegkriegen. Kennt ihr Mortal Kombat Sub-Zero? Nee. Finish him! Ja, schön. Wir haben einen Arm. Was für ein Armageddon. Oh, jetzt können die Ja. ganzen Armwitze bringen. Ja. Nachdem Fisch sich ausgeleiert hat, jetzt ist Arm dran. Fisch leiert sich nicht aus, du Armleuchter. Ja, doch, irgendwie haben wir die Fisch haben wir Fisch abgegrast, ne? Ich finde Arm auch so eigentlich viel besser. Ja, das haben wir leider schon in der anderen Runde gehabt, deswegen Ja. können wir die Ach eigentlich alle so. nicht mehr bringen. Das ist Das wäre jetzt schade. armselig, wenn Ja, wir aber. jetzt nicht mehr bringen würden. Hand aufs Herz, das geht nicht. Oh, schön. Ich mache jetzt keinen Armwitz mehr aus Prinzip. Nee, ist Meinst du? richtig so. Meiner hat mir das Leben des Gängers zerstört. Ihr habt zugegeben, dass ihr Wir eine haben seinen andere Runde auch noch spielt. amerikanischen Traum zerstört. Okay, das war Das war jetzt jetzt echt aber schlecht. arm. Könnt ihr Ja, bitte okay. Grillenzirpen einspielen oder so? Hab ich, mach ich. Sehr gut. Das ist kein Grillenzirpen. Das ist wirklich kein Nein, das war Grill. wieder ein Tumbleweed. Nee, ich dachte eher der Wind. Gut, Ihr wir seid bei kommen. Jojo. Ja. Sie räumt ihre Gefriertruhe aus. Ich glaube, es gibt erstmal eine Menge Pommes oder so. Ich nehme mir die Flasche Wodka und Eigentlich setze kann mich sie auf die das nicht Couch. machen. Das ist schon ein bisschen krank, wenn irgendwer mal Hunger kriegt und ihre Gefriertruhe guckt und dort einen Arm findet, oder? Zumal du ja jedem sagst, geh an den Kühlschrank und nimm dir, was du brauchst, ne? Hast du nicht noch eine Sondertiefkühltruhe irgendwie für den Bofrostmann oder so, der dir dann nicht mehr auffüllen darf, selbstständig? Also Billy hat eine deutlich größere Gefriertruhe Ja, als fuck Jojo. you, ich fahr doch nicht ins B-Gebiet mit einem Arm, Alter. Warum denn nicht? Moment. Dann würde ich mich das des Spaßes berauben, wenn Guso oder irgendwer anders mal wieder ankommt, die Das fände ich jetzt aber toll. Tiefkühltruhe Du wirst viele deiner Freunde verlieren, wenn das passiert. aufmacht. Ich fürchte das auch, deswegen werde ich das leider nicht machen können. Aber vorerst, damit er nicht anfängt zu stinken. Ach, übrigens, weißt du, was du hast? Na? Eine Hähnchenschenkel! Monofilamentkettensäge. Stimmt! Oh, geil, Oh. geil, du hast recht. Warum muss der dich denn daran erinnern, dass du eine Monofilamentkettensäge Weil ich hast? sie Ja, angedreht habe. benutzen Ach durfte und so. er sie mir angedreht hat. Ah, Ich gut, dachte mir, dann. zu Jojo passt das und ich weiß jetzt auch warum. Verdammt. Billy Memo und ist mich im duschen. immer die Monofilter hat. Das sah verdammt, das muss man doch im Badezimmer machen. Ey, verpiss dich, ich bin jetzt am Duschen mit der Flasche Wieso muss Wodka, man lass das mich im alleine. Badezimmer machen? Wegen dem Dreck. Wegen des Drecks, genau. Also Blut nennt sich das. Aber Da ich ist trotzdem. vermute, ihr habt, Ah, du hast doch Moment, ich erst habe bestimmt noch gemalert, du hast Malerfolie. Ja, ich wollte Malerfolie. schon sagen, ich habe Malerfolie. Okay, ich breite Malerfolie im Wohnzimmer Dexter! auf. Siehst du, Kannst dir ich ein wollte dich. kleines Zelt damit bauen, genau. Dexter, perfekt. Du hast sogar schon. Stimmt, du hast sie ja mal Dexter genannt. Ja, deswegen sage ich ja, kommt ja jetzt gerade wieder. Sie hat wieder den weißen Anzug an und. Billy, Sie hat du keinen weißen Anzug duschst. an. Es Ich ist dusche ganz lange. angenehm. Es wird bestimmt mit so einer Dusche wird einiges besser. Abgesehen von dem So laut ist das doch bestimmt gar ist mir doch nicht. scheißegal, Alter. Er Sie will ja hört einfach nur es. Billy ficken. Er hofft ja, dass wieder eine witzige Reaktion meinerseits kommt, aber für Nö, Billy sind ich die sag Witze dir heute nur, wie aus. krank das hier ist. Habt einen Arm Wir, mitgenommen. wann hatten wir uns eigentlich dazu entschieden, dass wir nicht Shadowrun spielen, sondern Amokläufer oder Serial Killer oder so Ich hab irgendwas? nicht gedacht, dass das so kommt, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Was denkst du dir eigentlich den ganzen Tag? Nicht, dass ihr Arme abtrennt. Moment, 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 Moment. Hallo? Darf ich ganz kurz sagen, ich habe keinen Arm abgetrennt. Ich habe gekotzt die ganze Zeit. Nee, du bist fein raus. Ich hätte aber auch nicht gedacht, Danke. dass ihr drei Gänger tatsächlich fährt. Also der erste war geschenkt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr zwei Gänger ficken könnt. Tja. Wir auch nicht, ehrlich Wie, nee, gesagt. ich habe Ihr gedacht, hattet das eine Menge könnte. Glück heute. Ruht euch Ja. nicht Jo. drauf aus. Nee.
So Wir schnell hatten eine keine ganze Menge Schießerei. Glück. Und das nächste Gangtorf, in dem ich mich nicht mehr blicken lassen sollte. Wir. Wir. Wobei gesehen haben, weiß ich nicht, ob uns jemand gesehen Uns haben eine hat. Das Menge bestimmt. Leute da gesehen. Leider. Oh, shit. Aber Billy hat immer noch niemanden getötet. Sie schießt zwar rum, hat aber keinen Effekt und wunderbar. Ja, klasse. Dafür ist ja auch Jojo da, aber sie hat einmal zugeguckt, wie wegen eines Verrats eine ganze Gang ausgelöscht worden ist. Das will sie nicht, also ihre eigene Gang, das will sie nicht noch einmal erleben. Da ist sie sehr rigoros und wenn sie dafür eine ganze Gang abschlachten muss, die denen nicht freundlich gesonnen ist, dann wird sie das tun. Oh Gott, ist sie blutrünstig. Oh Gott, ich wollte nie so einen blutrünstigen Charakter spielen. Ja, genau. Eine Monofilamentkettensäge, ist die mit immer noch mit hier Gasoline betrieben, also sprich Benzin. Bestimmt nicht mehr. Ich glaube, das ist Batteriebetrieb. Mittlerweile, da Es macht wird die auch also nicht. nicht so laut sein, ich Nee. weiß. Aber Macht Billy eher. hört es aus Prinzip. Ende der Durchsage. Es macht halt die ganze Zeit nur und dann irgendwann. Du weißt nicht, wie schön das klang. Ich weiß es, ich werde es dann später hören, ne? Ja, also ja, das genau so macht es auf jeden Fall. Ich habe nicht nur Dialekte drauf, nein, ich kann auch sehr gut Stimmen imitieren und irgendwelche Geräusche nachahmen, die mit Körperabschneiden zu tun haben. Auf jeder Party auch ein Knaller. Unheimlich gut! Ich mache keine Pantomime, ich mache einfach nur, ihr müsst erraten, welches Körperteil ich gerade abschneide. Nur mit dem Mund. It's a very distinctive sound. Ja. Manche Leute Beatboxen, ich trainiere zu Hause immer, welche Körperteile ich gerade abschneide. Aber lassen wir das lieber. Ja. Personal Ja, Details. ich bemühe mich, die Reste möglichst wegzuräumen. Großartig umgezogen hat sie sich noch nicht. Das lohnte sich jetzt noch nicht. Die Klamotten Also, wird sie wegschmeißen können, leider. so eine reine Interessenfrage, die man oft bei Ja. Shadowrun nicht bedenkt. Was machst du denn mit diesem Arm? Es ist ein Elfenarm, der ist ein bisschen länger. Mixer. Billy, möchtest du ein bisschen Milchshake? Ich mach dir mal ein Bloody Mary hier. Billy, ich hab Burger gemacht. Hast du Fuck keinen you, ich Hunger? ess bei dir nie wieder was. Also, was machst du mit diesem Arm? Das mit den Burgern gefällt mir, aber nein, das so ekelhaft ist der Charakter dann doch nicht. Na, ich friere ihn tief und wenn ich das nächste Mal nach Joffrino fahre und an den Teufelsrattenbrut vorbeikomme, schmeiße ich ihn dahin. Alles klar. Die neuen Also, ich Schweine. werde heute Abend nach Joffrino fahren. Ich nehme also auch ganz stark an, dass du den Arm in kleinere Häppchen zerlegt hast. Schön. Mundgerecht. Ich finde es Mundgleich gut, für wie die tierlieb sie Teufelsratten. ist. Kleine Reiterlein. Ja. Danach wird sie sich erstmal überlegen, ob sie vielleicht gerade doch keinen Hunger hat. Dann wird sie ihren Magen hören. Nein, den hört sie leider nicht. Wegen der Monofilament-Kettensäge? Nee, wenn sie Nee, damit wegen fertig dem ist. Ach so. Implantat hört sie den leider Ja, das nicht. stimmt, den hört sie nicht. Aber sie Möchtest merkt ihn. Ja, sie du merkt ihren Wodka? Magen. Dann geht zu. Oh Gott, wie ekelhaft wären das, wenn sie sich jetzt erstmal ein richtig schönes Mettbrötchen machen. Ich fand Hähnchenschenkel schon auch sehr eklig. Ja, aber es wird jetzt erstmal ein richtig schönes Mettbrötchen oder es wird ein halbes Hähnchen, weißt du, wenn du da die Knochen dann noch so schön abreißen kannst, weißt du? Hast du den Chip jetzt rausgeholt mittlerweile? Nee, habe ich noch nicht. Kann man den Chip jetzt bitte rausholen? Ich möchte wissen, was die da drauf haben. Na, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole den Chip raus, dann ist die Hand im Eimer, oder ich finde eine Möglichkeit, den Chip rauszuholen, sondern ich hole jetzt den Chip raus. Alles klar. Ja. Ich will mich wissen, was da lief. Aber Nee, vielleicht kann ich ich die auch. Einzelteile ja noch verticken. Oder auch nicht. Wer weiß, vielleicht kannst du es als Ersatzteillager benutzen, Das falls du stimmt, mal ist eine arm gute dran Idee. bist. Ja. Jo. Siehst du, er hat mir den kleinen Finger gereicht. Ich habe direkt die ganze Hand genommen. Scheiße. Oh Mann. Ich glaube, es gibt ein paar Teile, die man für Drohnen verwenden könnte oder sowas in der Richtung für Robotikteile. Ja, ach, sie schraubt jetzt erstmal den Chip daraus, der ist wichtiger als das blöde Ja, wie Geld. gesagt, also das ist ein bisschen komplexer. Du wirst große Teile der Hand damit zernichten, aber ein paar Innenlebensgedönse kannst du retten. Ja. Du hast. Nee. Gut. Mach weiter. Ja, du hast einen Chip, Glückwunsch. Billy, kannst du gucken, was da drauf ist? Ja, aber sicher. Ich lese den Chip ein. Ja, es ist zwar verschlüsselt, die Daten, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Es dauert halt 3, 4 Minuten, das kaputt zu machen. Ich habe ja noch einen Dienst frei auf meinem Datensprite, oder? Der sollte ja.
Wenn du den dafür um Hilfe bitten willst, dauert das eine Minute. Ja, doch. Ich mach Nutzen auf dem Sprite, der mir der so zugetragen war, und frag den Häuptling Weiße Feder um Hilfe, um die Datei zu entschlüsseln. Um die Rauchzeichen des Feuers zu besser zu verstehen. Er gibt dir eine ganz kurze Einweisung in die Rauchzeichen bezüglich hier Temperatur des Feuers, Winde, das, was man so als Brennmaterialien benutzen kann. Da entsteht ja auch immer anderer Rauch und wie man dann den persischen Teppich richtig hält und so ein Gedöns. Du entschlüsselst das also verdammt fix. Ihr habt Daten drauf. Das ist jetzt eine übelst geile Aussage. Ich belasse es aber. Ihr habt Daten drauf. Nein. Es sind wieder Kunden von Walli. Nicht nur von dem Bordell an sich, sondern manche gehen ja auch wirklich nur zum Spa und Massage und so dahin. Auch das. Hey Billy, Auch. du bist dabei. Ja, danke. Scheiße. Punkt 2. Es gibt so eine Art. Der Xenia wurde offenbar aufgetragen, ein bestimmtes Personenmuster möglichst. Ne? Also be bestimmte Kriterien da einzuhalten bei der Suche an Personen. Zum einen ist es offenbar wichtig, dass die Leute vor kurzem, und mit vor kurzem meine ich innerhalb der letzten 3 Monate, ein Implantat erhalten haben oder sich eins zulegen wollen. Solche Infos kriegt man ja zum Teil Ist als Vlad Mutter. dabei? Vlad ist nicht dabei. Okay. Warum ist denn Billy da drauf? Das kann ich dir sagen. Die Ach du. zweite Einschränkung. Okay. Scheiße, das kann die ja gar nicht. Shit. Eine zweite ganz wichtige Sache ist möglichst Metamenschen. Möglichst. Deswegen ist offenbar Billy dabei. Okay, liest Jojo da jetzt noch einen anderen oder kriegt sie ja jetzt noch was von anderen Namen mit, die ihr bekannt vorkommen? Zwei Freunde von Alex, die aber nicht direkt in der Gang sind. Gut. Jojo, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich weiß nicht, ob wir das so den Falcons direkt sagen sollten, weil ich weiß nicht, wie sehr erfreut Wally darüber sein wird, dass ihre Mädels potenzielle Gefahrenquellen sind. Ich würde gern mit Wally direkt erstmal sprechen. Was denkst du? Dann guck, dass du sie jetzt erreicht bekommst. Ich wollte sie jetzt anrufen als nächstes. Okay, ich geh mal eben duschen, ja? Geh mal duschen. Und mich umziehen. Langsam fange ich an zu stinken. Ja. Nö. Wallis, wat? Sie geht nicht ran. Ich Also ruf Boris. das ist jetzt nicht unbedingt mega ungewöhnlich. Sie hat manchmal einfach Terminlichkeiten und so, wo sie dann auch ihr Okay. Comlink auf Stumm stellt und da einfach nichts entgegennimmt. Das ist jetzt nicht besorgniserregend. Aber du kannst Boris anrufen, wenn du Ja, willst. wollte ich gerade sagen. Du lässt mich ja nie ausreden. Nee, ich dachte gerade, ich wollte noch was sagen, dann fiel mir ein, dass du gesagt hast, ich rufe Boris und darauf wollte ich direkt eingehen. Weißt du, du kleine miese Drecksau? Ich liebe dich auch, mein Schatzi. Ja, rapappelt von Boris. Gut, ja, geht dann. Hallo? Boris? Ja, mein Schätzelein? Wir müssen reden. Du wirst doch nicht Schluss machen. Nein, ich will nicht Schluss machen. Herr Hase, es ist kein Spaß gerade, okay? Okay, was ist denn los? Wo ist deine Frau? Oh, unterwegs wollte irgendwas klären. Wann kommt sie nach Haus? Weiß nicht genau, es ist was Rechtliches. Okay, wenn du sie irgendwie auf irgendeinem Channel erreichen kannst, ich weiß ja nicht, dann lass sie wissen, dass ich auf dem Weg zu euch bin. Ich komme jetzt zu dir rüber und ich warte dort, bis Wally kommt. Ach so, na, die wird bestimmt dann erstmal in das Blue Cat fahren. Da wird Dann sie eher sein. fahre ich ins Blue Cat und wir können uns dort treffen. Ja. Okay. Ich mache noch eine Sache. Ich fertige eine Kopie an und lege die Kopie bei Jojo ab. Ruf dann zu Jojo in die Dusche, dass ich einen Chip bei ihr platziert habe auf ihrem Nachttisch, weil das dort die Umgangslocation ist für irgendwelche sensiblen Daten. Und werde anschließend mich in den Pink Panther setzen. Ach ja, ich wasche die Zoe Second Skin im Falle, dass da noch irgendwas drauf sein sollte. Also sprich irgendwelches Gesplatters oder so. Du kriegst vermutlich Klamotten von Jojo. Wie denn das? Also die Zoe ist nicht gesplättert, aber die Klamotten, die du drüber trägst, sehr wohl. Und du kriegst Blut ja nicht so einfach weg. Okay. Dann Jojo, wie. Du kannst sehr gern Bauchfreies von Jojo haben. Ja.
Mache ich dann auch. Bauchfrei ist, was ganz minimal im Brustbereich spannt. Minimal, ja. Du siehst aus, als gingest du zum Grubenkampf. Okay, cool. Ja, ich werde mich, wie gesagt, die alte Kleidung ablegen. Kannst du die waschen, Jojo? Kann ich die hier lassen zum Waschen? Du kannst die wegschmeißen, das Blut kriegst du nicht raus. Du kriegst es raus, aber nicht so schnell. Okay, ja klar, mache ich. Okay, dann lasse ich die da. Ich danke für die Klamotten. Ich habe dir einen Chip auf den Nachtständer, auf den Nachttisch gelegt. Nachtständer? Vielleicht hast du ja auch einen. Weiß ich ja nicht. Auf den Nachttisch gelegt. Ah, ruf mich bitte sofort an, wenn klar ist, was da bei der ganzen Sache rauskommt. Natürlich. Ehrlich gesagt, kann ich es nicht leiden, solche Infos für mich zu behalten, wenn ich weiß, dass andere die vielleicht brauchen. Du kannst ja auch noch ins Blue Cat nachkommen, wenn du willst. Oder ich warte eben noch 5 Minuten. Warte, ich komme gleich mit. 5 Minuten, dann bin ich da. 5 Minuten, okay. Ich muss nur mal schnell meine Schrotflinte nachladen. Natürlich. Ach, schön. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zu der neuen Pistole. Ich hoffe, du hast sie da aufgeschrieben. Genau, es war eine Remington, ne? Es war eine Remington-Rumschwieber. Rumschwieber. Hat die noch irgendwas anderes? Schwieping, kein Matrix-Zugang extra. Gut. Dann beeilst du dich und ab ins Blue Cat. Jo. Hey, Xenia ist nicht da. Ach Mensch, wo könnte die denn sein? Ich glaube, die liegt in einer Mülltonne rum. Ja, ich habe nur Beine beschrieben, also eigentlich. Das wäre nicht so gut, wenn die jetzt am Leben wäre. Super, ihr kommt da an. Man kennt ja Billy. Herzliches Hallo. Es ist noch keiner. Boris ist noch nicht da. Der kommt ja schon ein Stück weiter weg. Mhm. Aber ihr könnt euch natürlich erstmal im Rahmen eurer Möglichkeiten entspannen und so. Ja, das wird nicht so viel Entspannung sein. Vielmehr wahrscheinlich ein Drink nehmen an der Bar. Und blöd aus der Wäsche gucken. Im Rahmen eurer Möglichkeiten halt. Genau. Jo. Dann kommt als erstes tatsächlich Boris an. Kommt auf euch zugelaufen. Hallo. Hi. Hey. Mensch, du siehst, Schätzchen, was ist denn? Er streichelt dir kurz über die Wange. Du siehst super blass aus. Ich ruck zurück. Nicht anfassen. Sorry, was ist denn los? Wo hast du Wally erreicht? Nee, aber gesagt, die geht nicht ran und die wird bald hier ausschlagen, nehme ich an. So eine halbe Stunde oder sowas. Okay. Dann erzählen wir alles einmal, wenn sie da ist. Ist, glaube ich, recht ernst. Betrifft das. Wir machen so ein bisschen Geschäftstrennung. Ist das erstmal nur Wally oder ist das auch mich betreffend? Ich weiß nicht, werden da Daten von Boris quasi mit dabei sein? Irgendwas? Nö, gar nichts. Ich glaube, das betrifft nur Wally. Na, ich bleib natürlich jetzt erstmal bei euch. Ihr seht, also du siehst vor allem super fertig aus. Und wenn sie kommt, dann besprichst du es erstmal mit ihr und sie kann mir immer noch erzählen, was dann so ist alles. Machen wir das so. Danke. Nichts zu danken, was, aber kann man euch noch was Gutes tun? Was momentan. Oh. Was zu essen? Klar, was willst du denn? Keine Ahnung, was habt ihr denn? Düse, was haben die denn so an Essen? Die haben bestimmt doch Essen. Im Blue Cat. Ja, aber natürlich. Ich meine, es gibt doch immer irgendwelche Kartoffelecken, gibt es doch mindestens überall. Die haben ganz klassisches Soy-Fingerfood-Stuff. Also, sprich, in der Lounge wird ja der wohlhabendere Gast begrüßt mit, Weinbrand oder ähnlichem. Also nicht so extrem teurem Weinbrand, aber doch schon besseren Dingen. Und es gibt halt Tapas, ja? Die bieten halt solche Tapas an. Naja, das, also du kriegst die Speisekarte und da ist halt ordentliches Fingerfood, habe ich gehört. Gut. Er lässt dir ordentliches Fingerfood bringen. Lecker. Du bist echt ein wenig abartig, aber das finde ich gut. Juju isst. White Russians haben nichts gegen Arme. Nö. Und auch nichts gegen Reiche. Und auch nichts gegen Beine. Und Füße und Zehen und Finger und Nägel. Und Penisse. Doch. Nein. Also Mrs., ich nehme mein Jojo und Hoden und so, also da sind wir mal ganz vorsichtig. Dieser Zusage würde ich auch nicht trauen. Nicht aus ihrem Mund. Jetzt. Nur in meinem Mund. Ja, Jojo ist mit dem Essen beschäftigt und dann irgendwann, wenn sie fertig ist, spielt sie an ihrem Jojo rum, guckt sich alles an, wie das immer so ist, steht zwischendurch auf, läuft durch die Gegend, setzt sich da wieder hin. Alles klar. Treibt alle in den Wahnsinn. Ich fürchte das auch. Boris wird halt ein bisschen bei Billy sein und versuchen da irgendwie comforting zu sein, aber er kann jetzt auch nicht viel machen. Er wird auch nicht mehr nachfragen.
Larifari unterhalten. Also sprich, ich werde nochmal sagen, danke fürs Koka und war geil. Ich muss mal wieder öfters in den Club kommen. Okay. Gut. Dann irgendwann kommt Wally. Sie sieht minimal ermüdet aus. Und damit meine ich nicht die Art ermüdet, die sie immer spüren müsste, von wegen ich habe Rückenschmerzen, sondern halt auch geschafft. Was ist denn jetzt hier los? Hast du meine... So, ja, ich habe gerade die Nachricht noch kurz im Auto angehört. Was ist das denn? Ja, können wir dann Office gehen? Klar. Jojo, du nicht. Okay. Was? Komm mal mit jetzt. Alles klar. Wir müssen mit Wally Sache klären. Ja. Ihr kommt ins Oh Gott. Office. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt passiert ist. Wie sind wir da eigentlich da hingekommen? Pass Was ist auf. denn los? Setzt euch doch erstmal hin. Wegen deines Ja. Tattoos, was du haben wolltest, sind wir da Ach. hingekommen. Scheiße, ich wollte tätowiert werden, genau. Ja, ich setz mich hin. Danke. Xenia ist mit den Fleischern zugange gewesen. Wir haben sie dabei ertappt, wie sie sich mit einem von den Fleischern getroffen hatten. Elf. Und die haben Nieren und einen Chip ausgetauscht. Und ich habe eine Datei wiederbekommen. Und da waren Kundendaten von dir auf der Datei. Bitteschön. Okay, danke schön. Könnte noch mal ganz langsam von vorn das erzählen. Wir waren irgendwie auf dem Weg zum Tätowierer. Ich wollte mich tätowieren lassen, auch jedenfalls mal auschecken. Und wir standen da irgendwie nur dumm rum für einen Moment und dann habe ich halt Xenia gesehen. Mit einem von den Fleischern zusammen. Bist du sicher, dass es Xenia war? Ja. Okay. Also ich vertraue dir natürlich, wenn du das sagst, aber ich muss halt sicher sein. Ich war auf ihrem Comlink. Es war Xenia. Okay. So, Ich. und die hat Geld bekommen und dem Kunden Daten gegeben. Ja. Bist du noch auf ihrem Comlink? Das würde sich nicht lohnen. Ach du Scheiße, Moment, ganz kurz. Ich gehe AR und ach, ich reboote mich. Ich habe mich gerebootet. Nein, der Comlink ist useless. Xenia ist wohl nicht mehr unter uns. Was ist da passiert? Der Typ hat sie abgeknallt. Richtig. Es steht auch hier in dem Terminkalender von dem Fleische, den ich gezogen habe, von seinem Comlink. Daten, Treffen mit ihr zum zweiten Mal. Zum Die Dat zweiten Mal. Richtig, die Datei, die gelöscht war, konnte ich wiederherstellen. Das ist die Datei. Und wahrscheinlich Dankeschön. die Nieren haben wir natürlich nicht, aber dafür haben wir den zweiten Chip, den die wohl heute ausgetauscht haben, uns besorgt. Von dem Dem Fleischer. Fleischer. Ja. Und wie das? Ist das jetzt wichtig? Das ist schon wichtig. Ich meine, wenn ich nicht weiß, was da genau gelaufen ist, weiß ich nicht genau, wie ich jetzt noch reagieren soll. Drei Fleischer. Verdammt, ich muss mir gerade die ganze Zeit das Lachen verkneifen und die blöden Kommentare. Wieso? Das ist so schlimm. Wieso musst du dir dumme Kommentare Na, verkneifen? Ote. Wir haben die Fleischer, da haben wir das Hackbeil reingetrieben, Junge, aber es ging nicht. Da muss man den Knifte nehmen, da muss den Arm rausreißen. Mann, 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 wie im Schlachthaus. Bisschen Stück. So ungefähr. Ich hab noch Dabas hier. Richtig. Ich hab da Nee, noch Gulasch in der Tiefkühltruhe. sie wirkt sehr ernst und relativ beherrscht. Also, der eine dieser elf hatte dann den Stick, also den Chip. Was ist dann Wir haben... Taschendiebstahl? Nein. Nein. Es gab eine kleine Schießerei und jetzt haben wir den Chip. Es gab eine kleine Schießerei, das ist ein Richtig. Anfang. Ja. So, in der kleinen Schießerei wurdet Es sind ihr drei von denen hoffentlich. draufgegangen und wir sind nicht verletzt worden, genau. Gut. Gott, wir sind nicht verletzt worden. Nein, wir sind Gut. nicht verletzt worden. Und die kleine Schießerei, mit drei, also mit fünf Leuten war schon mal nicht klein, das ist klar. Was schätzt ihr, wie viele Leute haben euch gesehen? Ein paar. Ein paar. Okay. Danke erstmal, kleine dreckige Misthure. Misthure, verstehst du den? Kann ich das nachher rausschneiden, bitte? Nein. Ihr wolltet, dass ich dumme Wortwitze mache. Viel Oskar Spaß aus der damit. Tonne. Ich werde gucken. Ich werde versuchen zu gucken,
Wer euch gesehen hat, was die Leute sich erzählen und so weiter. Die Fleischer sind ja nicht so vergebend. Ich auch nicht. Ich werde sehen. Wally, was kann Alex davon wissen? Sie hebt eine Augenbraue. Was hast du denn mit Alex zu schaffen? Also welchen Alex meinst du denn gerade? Na, Jojos, Alex. Alles. Okay, gut. Puh, danke. Da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ich muss mich eh mit ihm absprechen, wie wir genau das jetzt machen. Haben wir Scheiße gebaut jetzt oder haben wir es Um richtig gemacht? Gottes Willen, ich nehme nicht an, dass ihr hingegangen seid und gesagt habt, hier, ich habe eine Waffe, gib mir die Daten. Also, es kam zu einer Schießerei. Ich weiß, dass die Typen relativ schnell bei der Waffe sind. Na, wir haben schon erst gefragt, ob er uns den Chip nicht so geben möchte. Wie jetzt? Oder Na, haben wir das? ihr seid ja nicht mit gezogener Waffe auf einen Fleischer zu und habt gesagt, gib mir das Ding, oder? Sein Messer war zuerst an ihrer Kehle. Sie nickt in Richtung Billy. Aber, Nein, war es nicht. doch war's. Nein. Nein, der zweite hat das Messer an der Kehle eingestellt, dritte. Nee, Moment, Moment, Moment. Der Es erste war. wollte sie vernutten, weil sie gesagt hat, dass sie eine Nutte ist. So rum war's. Er hätte Ich sie hab nicht dann gesagt, dass er eine Nutte mitgeschleift und ist. dann verprügelt und bla und bla und bla, genau. Er hätte es nicht. Naja, okay. Weil das schon Ja, ziemlich genau. festgefahren war, genau. Ja, Entschuldigung, Messer nicht, bla. dann brauchst du dir keinen Vorwurf machen, Billy. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass du in so eine Situation kommst und das wird ja nicht wieder vorkommen. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Ich meine, ihr habt einfach jetzt super schnell irgendwas beschafft und irgendwie Xenia entlarvt. Der Also Rest wir wird wollten jetzt nicht, halt dass noch sie kommen. drauf geht. Wir wollten sie eigentlich retten und dir zubringen, aber. Scheißegal. Ich hätte sie halt auch am Ende nur umgebracht. Aber vielleicht hättest du noch ein paar Informationen von ihr rausgekriegt dann zum Schluss. Die Infos kriege ich auch so. Okay. Okay. Dann denke ich, wird Jojo mit Alex jetzt reden und oh Gott. Und dann wollen wir dich gar nicht weiter belasten. Jojo? Ich rede zuerst mit Alex. Naja, passt schon. Gut. Haltet euch aus dem Fleischertürf raus. Aha. Ja. Gut, dann werde ich jetzt ein paar Sachen klären. Danke nochmal. Sorry. Es ist nicht deine Schuld, Billy. Okay? Fühle mich trotzdem schlecht. Pass auf, wenn du irgendwie sowas anstreben würdest, wenn du bewusst sagst, ich gehe jetzt irgendein Risiko ein und bringe mich damit in Gefahr, in so eine Scheiße, dann würde ich vermutlich ein bisschen ausrasten, weil ich nicht glaube, dass das bei dir notwendig ist. Aber das hier ist eine andere Situation und du hast irgendwie reagiert und hast mir extrem geholfen. Ich hätte es gar nicht mitbekommen. Deswegen keine Vorwürfe, okay? Okay. Und outgame. Gut. Naja, ich so in Gefahr begeben, Shadowruns und so Nö, ach. weiter. Nee, gut. Das ist doch billig Nee, nicht. also Billy, Die macht nicht dies. Fingernägel und geht Die ab und macht die zu mal ins Fingernägel und Bar. ab und zu mal geht sie in eine Bar und guckt sich dazu, aber sonst. Jo. Easy. War nichts Besonderes halt, was jeder halt in der Das Freizeit macht. Gefährlichste, was sie mal macht, ist mal mit einem Weib ohne Gummi zu vögeln. Richtig, ich meine, sie hat ja auch Alex nicht, also Alex hat ja die nicht schon identifiziert als eine der Power-Muschis, von daher, das kriegt ja Wally auch gar nicht mit. Oh. Ups. Nee, genau, sie Mensch. verabschiedet sich mit diesen Worten und ihr dürft noch in ihrem Office chillen, aber sie geht und man merkt schon, dass sie sich gerade unter Kontrolle hat. Noch. Jojo hatte jetzt nicht vor, in dem Büro zu bleiben. Nee, Das weiß Billy ich will doch, ich auch sag nur, nicht. dass ihr die Möglichkeit habt. So, Was Schnuppi, soll? Was ist denn jetzt Hm? mit dir? Ich Möchtest du bin nach durch den Hause? Wind. Ich denke ja, ich weiß nicht, ob ich schlafen kann, aber Gut. irgendwie Ich muss beruhigen. jetzt gleich nämlich zu Olga. Ja, soll ich mit? Und nee, brauchst du nicht, das ist nichts Wildes. Okay, dann geh du mal zu Olga. Ja. Sagst du einen lieben Gruß von mir? Ich bestelle den lieben Gruß von dir. Hat sie den Rollstuhl wieder gekriegt? Ja. Okay, gut. Flummi. Ja, mein Ding Jojo, rappappelt. genau, dein Ding rappappelt, mit der Nachricht darauf, groß wie ein Hausschwein und trotzdem die Fresse aufreißen. Was willst du denn jetzt von Sergej? Kopf größer als ein Hausschwein heißt das übrigens. Verzeih, Kopf größer als ein Hausschwein. Sie schreibt zurück, hat sich schon erledigt. Du bist leider ein bisschen spät gewesen. Ich komme die Tage noch mal lang. Einem Samstag vor 18 Uhr vorbeizukommen, ist auch verdammt gewagt. Wir singen eine Schnitzelsong und Musik.
gibt es wenig zuzusagen eigentlich, was da abgelaufen ist in der heutigen Session, mal abgesehen davon, dass wir in der Episode 3 sind. Fangen die Mädels hier irgendwie an, mal so langsam sowas wie eine Attitüde an den Tag zu legen, um einen Fachbegriff aus der deutschen Sprache zu benutzen. Jo, ging heftig zu Ende. Armwitze haben wir jetzt ausgetauscht, ne? Die gab es ja zu Genüge. Die beiden anderen haben zugegeben, dass sie noch in einer Runde spielen. Das ist dann aber auch, ne? Wen interessiert's? Mich jedenfalls nicht. Und 4 damit abgeschlossen. 5 und 6 wird dann wieder anders werden. Es wird nicht so werden, dass wir jetzt nur noch so uns anstellen und nur noch so Sachen abziehen, sondern es wird auch wieder gemächlicher ablaufen. Das denke ich doch jedenfalls. Wie genau und was genau, das werdet ihr dann sehen in den nachfolgenden Sessions. Ich glaube, die 3 wird eher ruhiger, so im Großen und Ganzen. Wir haben jetzt einen kleinen Plan uns aufgestellt, was dann nach der 5 und 6 passieren wird. Das wissen wir jetzt zwar noch nicht genau, aber so eine ungefähre Marschroute haben wir jetzt ausgelegt und deswegen passt es eigentlich ganz gut rein, dass es jetzt mal wieder richtig abging. Es sieht schon fast so aus, als wäre es geplant gewesen, weil beim letzten Mal, glaube ich, hat Billy hier auch die Mills rausgenommen bekommen. Jo, eigentlich covert sich das ganz gut wieder. Das heißt, jetzt müsste es bis zur 15. Session dann etwas ruhiger laufen wieder. Beziehungsweise bis zur 14. Die 14. wieder krass. 15. Naja. Jo, ich glaube, Disput mit YouTube ist immer noch akut. Ist immer noch nicht ganz klar, was Sache ist. Wir bleiben aber weiterhin bei den Kremlkrauts und bei der alten gewohnten Intro- und Outro-Music bisher. Der Spieler da überlegt sich da, glaube ich, noch ein paar Sachen, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt brauchen wir noch nicht drüber reden. Gut. 1:30 schon lange überschritten. Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht weiter irgendwelche Sachen hier zu laden, um die Session unnötig lange zu machen. Deswegen möchte ich anmerken, dass die White Russians unter der Common Creative License 3.0 Attribution und so weiter laufen. Das heißt, ihr dürft gerne Teile aus unserem Podcast euch rausschneiden, dürft das gerne verwenden. Ihr seid herzlich eingeladen sogar dazu. Ihr müsst allerdings dann ein Label angeben, dass ihr quasi irgendwie, ne, das von uns habt, also den White Russians. Müsst auf unsere Seite verweisen und was weiß ich nicht alles. Also die Common Attribution. Lest einfach nach, wie es abläuft. Wir werden euch jedenfalls keinen Stein irgendwie in den Weg legen oder Stock in die Beine werfen oder in die Fahrradspeiche oder so. Ne? Dürft ihr ruhig machen. Dann geht es weiter, wie so oft, mit dem Statement, dass Shadowrun der Tops Incorporated gehört, vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Microsoft und Catalyst Labs haben da wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber wichtig ist, Tops Incorporated ist der Lizenzhalter von Shadowrun. Die Intro- und Outro-Music ist und bleibt und kommt und wird immer kommen, denke ich doch, hoffe ich doch oder wie auch immer. Jedenfalls von den Kremlkrauts auf kremlkrauts.com oder .de oder irgendwas. Sucht einfach auf Google, ihr werdet es finden. Es steht auch irgendwo, habe ich es auch reingeschrieben, ne? Also 5 Millionen Mal ausgewiesen, das wo und wie und was. Und die gibt es auch auf SoundCloud zu finden. Und damit hat sich das Ganze jetzt auch wieder Lizenzen abgeklärt und Outro gesprochen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Liebe Grüße an unsere Subscriber. Danke, dass ihr uns immer schön zuhört. Danke an die Leute, die uns Kommentare schreiben auf YouTube oder auf der Page. Wir freuen uns wirklich drüber. Ich hoffe, ihr merkt es auch, dass wir zurückschreiben und dass euch das auch Spaß macht. Wir suchen den Dialog mit euch. Es ist echt cool. Bis dahin erstmal. Alles Gute von uns.